Cool. Soweit läuft das schon mal. Ha. Schön. So gefällt es mir. Genau so will ich heute aussehen. Ich kann ja eingangs für die, die das Video später sehen als solches, einfach schon mal erzählen, warum ich mich eben, während ich meine Zähne putzte, ärgerte, dass ich mir gerade meine Zähne putze, weil ich mir für die Idee, die ich gerade eben just zur selben Zeit dann hatte, als mir das dann passierte, tatsächlich gedacht habe, Alter, Scheiße, du hättest dir eine Zähne, ich will heute für dieses Video, für diesen Livestream so obdachlos aussehen, wie ich nur kann. Habe mir tatsächlich allen Ernstes sogar eben überlegt, ob ich mir nicht ein Bier mitnehmen soll, damit ich hier eine Dose Bier mit euch knacken kann, aber ich trinke kein Bier, deswegen habe ich keins. Aber ich habe mir extra die Haare nicht gekämmt und bin noch nicht duschen gewesen, damit ich hier heute so aussehen kann. Aber was ich machen kann, ist kiffen. So, und nur, dass ihr euch hier von Anfang an direkt gleich mal dran gewöhnt. Hier ist jetzt Klartext angesagt. Weil wenigstens sehen sollte ich was, ne? Also. Das hier, was ich jetzt gerade, das hat für mich schon eigentlich vor sehr langer Zeit angefangen, aber eben fand es einen sehr lustigen Auslöser, weil meine Lieblingsreporterin von der Bild-Zeitung, die Ariso, und auch inzwischen einfach für mich eine so wahnsinnig liebgewonnene und wertvolle Freundin, mich halt eben von der Redaktion, oder sie schrieb mir, die Redaktion will wissen, was du an Weihnachten machst. Und warte mal, während ich mir hier meinen Tabak zusammensuche, kann ich ja gleich mal kurz einspielen, weil ich das kann, weil Technik macht es möglich, es ist Wahnsinn. Einfach, Entschuldigung, ich verschlucke mich hier an meinen eigenen Haaren, was ich geantwortet habe, und das ist dieses. Weißt du, was du der Redaktion eigentlich wirklich sagen darfst? Ich werde mir zwar natürlich dann, das ist jetzt keine Antwort, die ich dir gebe, von der ich davon ausgehe, dass die in der Zeitung landet. Aber du kannst, wenn die Redaktion wirklich interessiert, was ich Weihnachten mache, gerne ausrichten. Ich werde das tun, was ich seit 15 Jahren mache. Ich werde tun, was ich nur kann, um diese Scheiß Medienzensur zu brechen und endlich mal Raum zu schaffen für Lösungsansätze und friedliches Miteinander auf diesem Planeten. Komm noch mal her. Für mich ist die Frage viel interessanter, was machen die Weihnachten? Die Weil wir Bildzeitung. werden es ja sehen. Steht ja dann in der Bild, nicht wahr? Und habe sie gebeten, das einfach auch genau so an die Bild weiterzuleiten. Um direkt mal zu demonstrieren, was ich damit meine. Also für all die, die das noch nicht wissen, ich habe seit 15 Jahren arbeite ich an einer Quest, die heißt Medienzensur brechen. Ne, weil mir irgendwann mal aufgefallen ist, was genau mit dem Fernsehprogramm nicht stimmt. Halt vor allen Dingen, dass es halt die ganze Zeit spaltend ist und oder einfach nur untenhaltend. Unterhaltung nennen die das dann. Aber es ist eine Untenhaltung. Und halt vor allen Dingen darauf ausgelegt ist, dem Zuschauer möglichst viele Probleme und möglichst wenige Lösungen zu geben, weil so hältst du die Leute ja dann am Wuseln, ne? So, und mir ist halt eben aufgefallen, so dass man halt viel, viel mehr damit machen könnte mit den Medien, als wir eigentlich tun.
Vor allen Dingen, die Medien sind nicht mehr die Medien. Die Medien waren früher mal das Fernsehen und das Radio und wie heißen die anderen noch? Zeitungen, ne? Das ist heute nicht mehr so. Wir sind heute selber Medien geworden, die Informationen in andere Köpfe kopieren können, tatsächlich, ne? Indem wir unsere Inspirationen so rauslassen. Und das ist was, was wir sehr viel tun und letztendlich aber viel zu wenig konzentriert und viel zu wenig in Bezug auf uns selber. Das ist auch das, was die Mainstream-Medien, worauf die halt eben ausgelegt sind, uns diesen Bezug zu nehmen. Wir denken immer verdinglichter, weil wir halt eben meinen, wir seien unser Haus, Auto, Reitlehrerin. So, und da kann man tatsächlich was gegen machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, was ich heute machen kann, ist einfach mal das zu tun, was wir eigentlich alle tun könnten und sollten langsam mal, ist diese Webcam anmachen und live gehen und das große Murmeln beginnen zu lassen. Deswegen nutze ich gerade im Moment einfach meine Möglichkeit, einfach live zu gehen. Ich hoffe, dass die Verbindung so weit mitmacht, dass das für euch auch in Ordnung ist. So, und dann habe ich heute mal überhaupt gar nicht irgendwie ein spezielles Thema, sondern es geht mir heute einfach nur darum, möglichst lange live zu sein und möglichst viele davon von euch irgendwie dazu zu inspirieren, auch live zu gehen. Weil, wenn wir das nämlich tun, dann haben wir eine reelle Chance, gesehen zu werden. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir die nicht, ganz klar. So, und das ist das, worum es bei den Medien geht. Also nicht nur beim Mainstream, sondern diese Nutzung medialer Möglichkeiten, die wir haben. Social Media nennt man das dann aus guten Gründen, weil das wahrscheinlich auch mal der Grundgedanke des Erfinders war, wer auch immer das war. Aber das ist ja eigentlich eher ein... Das ist ja eher, wenn man mal sich das genau anguckt, hier so den ganzen Mist, ist das eigentlich eher ein asoziales Netzwerk als ein soziales Netzwerk, was aber halt eben auch einfach nur daran liegt, was wir daraus machen und wie wir das nutzen. Und ich möchte heute über so einige Sachen, kann man da reden als Anregung, während ich mir hier mit euch als Weltfriedensinstallateur und Botschafter des IHR einige Themen heute einfach mal ansprechen möchte, die gerade einfach aktuell sind, wo es gerade Sinn macht, drüber zu reden. Und bitte, ich will euch zu überhaupt gar nichts bewegen. Und wenn ich hier gleich alleine sitze und gar keine Zuschauer mehr habe, dann ist mir das auch egal, weil ich das hier gerade mache, weil ich das machen möchte, weil ich das für sinnvoll halte, weil ich weiß, dass wenn ich nachher nicht alleine da sitze, auch wenn jetzt gerade so ein paar Leutchen wieder gehen, dann sitze ich nicht alleine da. Und wenn nur einer mitmacht, dann sitze ich schon nicht alleine da. Und wenn einer gerade darüber nachdenkt, seine Möglichkeiten zu nutzen, das zu tun, was ich hier jetzt gerade auch anfange, und bei mir ist es halt gerade tatsächlich sogar unter erschwerten Bedingungen, weil ich muss gerade für stabilen Strom und Internet sorgen. Das ist was, was viele von euch völlig selbstverständlich zu Hause haben, jeden Tag Zugriff drauf haben und es einfach nutzen können, wenn sie wollen. So, und das geht jetzt hier natürlich vor allen Dingen an Leute, die halt eben auch mich schon ein bisschen länger kennen und 2020 gelesen oder vorgelesen haben, wie auch immer. Und ich möchte jetzt einfach mit euch hier so ein bisschen ins Gespräch kommen gerne. Und dafür setze ich als erstes Thema mein Justiz gerade in diesem Moment Lieblingsthema auch an, auch wenn es ein gruseliges Thema ist. Aber das ist der Grund dafür, warum ich heute explizit als Obdachloser vor euch sitzen möchte. Zumal der Michi von Pirates TV in seinem letzten Artikel mich sowieso als Obdachlosen dahingestellt hat, weil er gesagt hat, per Definition bist du leider obdachlos, egal ob du Obdach hast oder nicht. Aber wenn du keine, du zählst im System inzwischen als Obdachlos, wenn du keine Adresse hast.
So, und ich habe noch nicht mal Papiere und bla und sonst was alles. Und deswegen habe ich dann aber auch jetzt gesagt, okay, wenn man mich in das Lager reindrängt, dann spiele ich die Rolle des Obdachlosen einfach auch sehr gerne mal mit. Weil ich dann vielleicht auch einfach zeigen kann, dass Obdachlosigkeit heute nicht mehr mit der allgemein gängigen Deutung von Alkoholiker und kriegt sein Leben nicht auf Kette und ist deswegen auf der Straße gelandet. Totalversager. Das Bild stimmt nämlich bei weitem nicht mehr. Hier in Spanien kann ich auf jeden Fall gerade erzählen, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern so ist, aber gerade hier auf Mallorca und auf den Baleareninseln ist ein ganz massives Problem wegen dem großen Tourismusaufgebot hier und vieler Leute, die hier auf der Insel sehr viel Geld lassen können und dann halt eben horrende Mieten zahlen, die dann aber leider auch für die einheimische Bevölkerung gelten und die die dann nicht mehr zahlen können. Da die Vermieter natürlich aber die Möglichkeit haben, die rauszuschmeißen, um das dann teurer zu vermieten und das dann auch tun, landen hier gerade ganze Familien auf der Straße. Das war mit ein Grund, warum ich damals auf die Bäckerfinker gegangen bin, weil ich eine Möglichkeit zeigen wollte, dem entgegenzuwirken. Ja, da hat dann da drei Viertel der Welt von mitbekommen, dass ich auf der Bäckerfinker war, aber die wirklichen Gründe waren damals schon wieder für viele Leute einfach viel zu wenig greifbar. Wer hatte denn da von denen, die das mitbekommen haben, tatsächlich mit Obdachlosigkeit zu tun und die Notwendigkeit, etwas dagegen zu wirken? Kaum einer, war ja Mai. Aber auf eins konnte ich mich ganz sicher und getrost verlassen. Der nächste Winter kommt und mit ihm die nächsten Toten. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Gestern habe ich dann den Artikel bekommen, wo drin stand, schon 4 Kältetote in Hamburg in einem Monat. Hervorragend! Das doch mal, das ist doch mal ein wirtschaftliches Zeichen von Erfolg. Da kann man doch nur sagen, dass es den Deutschen richtig gut geht, wenn das nur 4 waren. Nur in Hamburg, Entschuldigung. Ne, reden nicht von Deutschland. Hamburg muss es gut gehen, wenn da nur 4 Leute sterben Anfang des Winters. Wir sind ja noch nicht durch. Also ihr merkt ein kleines bisschen Ironie in dem, was ich sage, vielleicht. Aber das ist genau das, wovon ich rede. Das ist der Grund, warum ich damals auf die Bäckerfinker gegangen bin, um zu zeigen, was man machen kann und was passiert, wenn man es einfach mal tut. Nämlich ein verwahrlosendes Stück Lebensraum vor der Verwahrlosung zu retten und sich selber dabei vor der Obdachlosigkeit, wie ich sie empfinde, nämlich wenn du kein Dach über dem Kopf hast und draußen schlafen musst. Das habe ich halt eben nie gehabt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich 8 Jahre im Wohnmobil gelebt. Ich habe das nicht empfunden als obdachlos sein. Und mit dem Ding konnte ich tatsächlich mitunter unter einer Brücke schlafen, aber trotzdem in meinem eigenen Bett geschlafen. Und das habe ich immer gehabt. Ich habe nicht immer mein eigenes Bett gehabt. Zwischendurch war ich auch so auf Wanderschaft und unterwegs, dass ich ein halbes Jahr einfach nur bei Freunden war und da dann meine Schlafplätze hatte. Aber immer ein Dach über dem Kopf, immer was zu essen, immer die Möglichkeit, mich irgendwie nützlich zu machen. Und das bringt mich jeden Tag immer weiter. Und normalerweise bin ich König und nicht Bettler. Ich will aber heute mal aussehen wie einer, bloß um dem Klischee gerecht zu werden. Und deswegen mache ich mir jetzt auch noch eine Haschisch-Tüte, nee, das ist gar kein Haschisch, das ist Marihuana. Eine Marihuana-Zigarette an. Ich würde mir noch Haschisch spritzen, wenn ich es könnte jetzt. Und Stromgitarre spielen, aber die ist schon nicht mehr hier. Entschuldigung. So, und alle, die jetzt ein Problem mit dem haben, was ich hier mache, macht die Scheiße aus. Wenn ihr das, was jetzt kommt, euren Kindern nicht zeigen wollt, dann geht einfach mit ihnen unter. Weil wenn ihr meint, das hier wäre schlimm, dann erzählt das mal den Hinterbliebenen derer, die gerade da, was weiß ich wo, weil sie kein Zuhause haben, verrecken.
Und ich komme jetzt gleich zum Thema, warum mich das eben schon wieder ein wenig mehr beschäftigt hat. Dann gehe ich hier mal in ein Fenster und kann mal. Auf den Frieden. Ich lasse mir von niemandem mehr irgendwas verbieten, von dem ich der Meinung bin, dass das allgemein dienlich ist. Und jetzt hier gerade mit euch zusammen ein Tütchen für den Frieden zu rauchen und dabei einfach mal so ein bisschen Pow-Wow zu machen und einfach mal brainstormen, was man so alles machen kann. Ich habe immer noch, braucht keine Angst zu haben. Ich werde in diesem Video definitiv nicht kommen, wenn ihr das. Ich denke hier einfach nur gerade laut. Und das werde ich jetzt so lange wie möglich online machen. Und dann gucken wir einfach mal weiter, was passiert. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich mich wieder online setzen. Und das tun, wovon ich gerade, um einfach nur mal zu zeigen, was das für mich bedeutet und dass ich das eigentlich sowieso permanent mache, der Bildredaktion zu zeigen, was ich darunter verstehe, wenn ich sage, ich werde Weihnachten das tun, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe. Ich werde weiter an meiner Quest arbeiten, die Medienzensur zu brechen. Hier kann ich genau das tun. Hier, an diesem Moment, bin ich überhaupt gar nicht angewiesen auf RTL oder ProSieben oder die Bild-Zeitung oder sonst irgendwen, um Menschen zu erreichen, die interessiert sind an den Gedanken, über die ich hier gerade spreche. Und du genauso wenig. Du brauchst einfach nur da auf diesen Live-Video-Button zu klicken und online zu gehen und genau dasselbe anzufangen, zu machen, was ich hier gerade auch mache. Mach es in deinem Stil. Setz dich so vor die Kamera, wie du dich da gerade drin wohlfühlst und mit wohlfühlst. Und erlaube dir ruhig, dich damit wohlzufühlen, dich zu zeigen. Du brauchst dich nicht zu verstecken. So viele von uns tun das immer noch. Aus Angst vor Reaktionen. Aus Angst dafür, fertig gemacht zu werden. Und genau davon lassen wir uns ständig abhalten, das zu sagen, was wir wirklich sagen. Und damit sollten wir, dieser Angst sollten wir jetzt einfach mal entgegentreten. Und wir können hier in diesem Video darüber reden, oder in diesem Livestream gerne, schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich habe sie hier so halbwegs im Sichtfeld. Wie man mit Trollen umgehen kann. Da gibt's Tricks, ey, da machst du zwei Mausklicks und interessieren die dich nicht mehr. Man, ja, warum ich das eben gesagt habe. Das ist kein Social Network, das ist ein asoziales Netzwerk. Weil du hier eigentlich nirgendwo mal einfach deine Gedanken einfach äußern kannst, ohne dass irgendeiner Arschloch spielen muss und unterhalb der Gürtellinie irgendwas zurückgibt, was eigentlich mit dem, wovon du da gerade gesprochen hast, überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur ein Angriff auf dich ist. Und wenn du in dem Moment darauf reinfällst und dich von so einem Blödsinn irgendwo emotional kompromittieren lässt, dann machst du in dem Moment einfach nur etwas falsch. Lass dich davon nicht emotional kompromittieren. Das, was du da liest, hat nichts mit dir zu tun. Das hat mit dem zu tun, der das da hingeschrieben hat. Sieh das so, das wird dir sehr helfen. Und dann hast du Zugang zu dem gesamten, zum kompletten Feedback, das die Leute dir geben, weil ich kann wirklich, oh, ich habe eben gesagt, ich habe die Dinger im Kopf, oh scheiße, nein, Entschuldigung, ich sollte auch runterscrollen, um eure hier Kommentare zu lesen. Ich flitschte mal gerade durch. Aber Christina sagt zum Beispiel, du siehst ziemlich fertig aus. Hast du nicht gut geschlafen? Christina, ich habe Granate geschlafen. Ich will gerade so aussehen. Das Kostüm gerade. Ich habe mich eben schon, als ich die Zähne geputzt habe, scheiße, hätte ich jetzt noch so mit so einer Pappfresse hier gesessen. Das wäre eigentlich noch besser kostümiert gewesen. Habe ich verkackt. Tut mir leid. Aber nicht wirklich. Ist nicht so schlimm. Ich mache, lebst du auf einem Boot? Ja, Denise. Also inzwischen nicht mehr, weil ich inzwischen einen IHR-Auftrag habe und auf eine Finca und zwei Hunde aufpasse von einer Freundin. Aber ich habe 3 Monate hier auf dem Boot gelebt, ja. Aber es ist nicht auf dem Wasser. Es steht in dem Garten von einem Freund. Es ist, dafür hat es aber Strom und Internet und ja, geil. Ich bin durchs ganze Universum mit dem Ding geflogen. Ha! Ja, und irgendwie
War das auch heute Nacht schon so? Gut, dass du schreibst. Ich habe Granate geschlafen. Ich habe super geil geschlafen. Irgendwie immer wieder lächelnd aufgewacht und wieder eingeschlafen. Und ja, irgendwann dann halt eben wach geworden, weil die Hundis raus mussten. Und dann habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht und ein Tütchen gedreht, einfach weil es ging. Und dann habe ich so Nachrichten abgehört, geguckt, was ich so angesammelt hatte in der Zwischenzeit. Und danach hatte ich so eine Lust, auf dieses Boot zurückzukommen, Strom und Internet zu nutzen und genau das zu tun, was ich jetzt gerade mache. Und ich spiele hier einfach nur. Ich weiß gar nicht, ich will auf gar nichts wirklich gerade dringend hinaus. Ich möchte einfach nur das hier machen. Ich möchte einfach hier sitzen und vor einer Livecam über das reden, was mich wirklich bewegt. Und im Moment bewegt es mich, dass in Hamburg schon 4 Menschen verreckt sind, weil sie kein Zuhause hatten. Und dann ich als Reaktionen darauf dann lese, ja, in Deutschland braucht keiner auf der Straße zu sitzen. Da weiß ich, das sind Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die glauben, dass der Staat alles tut, damit wir da. Aber wenn du mal selber, also ich habe vor 10 Jahren 2 Monate mit meiner Frau auf der Straße gesessen, obwohl wir eine Wohnung hatten, die wir aber nicht beziehen konnten, weil das Amt uns einfach mal 2 Monate auf der Straße hat sitzen lassen. Einfach nur, um uns zu zeigen, es ist keine gute Idee, aus dem System aussnappen zu wollen. Damit wollten sie uns wieder irgendwie, aber hat nicht funktioniert. Aber wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du danach, dass das ein absolut großer Bullshit ist, zu sagen, in Deutschland muss keiner auf der Straße sitzen. Und es gibt Umstände, unter denen ich auf keinen Fall in einer Wohnung sitzen will. Vor allen Dingen nicht, wenn ich dann so in der Wohnung sitze, dass ich drin verhaftet bin und dann tatsächlich auch noch auf irgendwelchen Zetteln da wohnhaft ausfülle und das Wort jedes Mal völlig überlese, weil ich denke, ja, das ist doch völlig normal. Da steht wohnhaft. Und genau das ist das. Mit 3 Monaten Kündigungsfrist und Knebelverträgen, die es dir unmöglich machen, rauszugehen. Und dich zwingen, zum Teil mit Menschen zusammen zu sein, mit denen du gerade überhaupt gar nicht parat kommst, die du vielleicht mal geliebt hast, die du vielleicht sogar auch immer noch inbrünstig liebst, aber wo die Verhaltensweisen gerade nur Krach und Stress hervorbringen und man nicht gehen kann, weil man wirtschaftlich, emotional oder sonst irgendwie aneinander gebunden ist. Das ist Haft. Das ist eine Verhaftung, wie man das findet, ist scheißegal, aber es ist so. Und da kommen halt auch viele nicht raus. Aber viele würden gerne trotzdem ein Dach haben. Und dafür ist der Bauchi seinerzeit auf die Bäcker Finca gegangen, um zu zeigen, hey, man könnte das auch ohne Miete zahlen zu müssen regeln und dafür sorgen, dass Lebensraum nicht verfällt und auf der anderen Seite andere Leute nicht erfrieren müssen im Winter. Im Sommer ist das mit dem kein Obdach haben ja gar nicht so schlimm. Victoria, mach die Kamera an. Nicht Wenn du sowieso schon schreibst, du denkst drüber nach, dann fass dir ein Herz und mach jetzt mit. Ich mach's hier für alle von euch, die sich erst noch dran gewöhnen müssen. Ich bin's gewöhnt. Ich mach die Scheiße hier seit 10 Jahren. Für mich ist das ein Witz, auf diesen Button zu drücken, was Gewohnheit ist. Weil ich da, wo ihr gerade seid, vor 10 Jahren auch irgendwann war und auch erst mal gucken musste, wie sich das denn anfühlt. Und dann aber irgendwann ganz schnell rausgefunden habe, was ich davon habe, dass ich das mache. Und das hat mir sehr geholfen. Bis jetzt bereue ich nicht ein einziges Video, das ich jemals gemacht habe. Nicht eins. Und ich schwöre euch, ich kann mir den Mund hier fusselig reden. Ich kann hier immer weiterreden, wenn es nur dazu dient, dass ihr auch anfangt zu reden und eure Webcams anzumachen.
und das große Murmeln losgehen zu lassen. Es einfach zu installieren, einfach anzufangen. Nicht darauf zu warten, dass es irgendwann passiert, sondern selber zu denen zu gehören, die es passieren lassen. Die in ihren Videos auch immer weiter darauf rumreiten. Macht eure Videos, macht eure Webcams an. Wir haben eine Macht, die wir nicht zu nutzen gewohnt sind. Weil wir Angst davor haben, unser Gesicht in die Kamera zu halten und das zu sagen, was wir wirklich denken, weil es ja jemand doof finden könnte. Scheißt einfach auf die, die das doof finden, was ihr denkt. Es sind immer welche da, die es gut finden. Red mit denen. Das ist schon der ganze Trick. Aber dann ist das wow, was man sich da rausholen kann. Und wenn ich daran denke, was wir uns da rausholen können, dann geht mir das Herz auf. Dann sehe ich diese neue Welt passieren. Und ich sehe sie an so vielen anderen Orten sowieso schon passieren, dass ich einfach sagen kann, ich weiß was. Ich weiß etwas, wovon die meisten von euch nicht die geringste Ahnung haben. Was nicht schlimm ist. Ihr wisst garantiert irgendwelche Sachen, wovon ich nicht die geringste Ahnung habe. Das ist völlig okay so. Aber ich weiß etwas, wovon ich euch sagen kann, wenn wir hier eine friedliche Welt machen, wir uns dabei nicht auf andere verlassen, uns dabei mal egal sein lassen, was die anderen alle tun, sondern einfach auf unseren Bauch und auf unseren Herzen hören und dann einfach mal machen und zu uns selber stehen, dann haben wir diese Welt. Das ist wie in einem scheiß Computerspiel. Wenn man die Sachen macht, die man machen muss, um etwas freizuschalten, dann ist es danach freigeschaltet und verfügbar. Und ich finde das hammergeil, weil es so hammer Spaß macht. Für mich ist das hier gerade nicht anders als in einem Computerspiel. Ich fühle mich wie in einem Computerspiel. Nur, dass es realistischer ist, weil die Matrix nun mal einfach realistischer ist als alles, was in der Matrix die Matrix kopieren kann. Ob das jetzt die Xbox X ist oder die PS4 oder was da gerade die neueste Generation solcher Konsolen ist oder der super mega Gamer Computer, der alles in super Performance total lagfrei und flüssig spielen kann, dem fehlen immer noch drei Sinne, die meine Matrix. Also ich habe noch keine Sniffer-Technologie irgendwie bei. Ich muss mal mein Handy japs nach. Hat Hunger, verstehst du? Die ganzen kleinen Tamagotchis hier, ne? Kabel haben wir, einen Stecker brauchen wir noch. Versuchen wir dich, oder? Ne, wir nehmen dich, von dem wissen wir, dass das funktioniert. Wo ist denn eigentlich der andere? Was ist denn eigentlich mit dir? Das wollte ich sowieso noch rausfinden. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob der noch funktioniert oder nicht. Also zumindest ist das irgendwie nicht zufriedenstellend, was das Teil da in die Geräte reinschießt. Gucken wir mal. Achso, da muss man die Hülle abmachen. Sonst kann man das Vaterteil nicht tief genug in das Mutterteil reinstecken. Und dann kriegt er keinen Jetzt hat es. Ist er? Oh, macht es dann. Oh, oh, Strom. Oh. So. Auf den Frieden. Ja, ich wollte eigentlich ein Video machen und dann habe ich mir gesagt, scheiß auf Video. Mach Stream. Und geh live. Mach einfach. Und erzähl, was du machst. Und das mache ich gerade. Ja.
Ne, aber wie ich das halt auch an die Bildredaktion dann letztendlich weitergegeben habe, so für euch sollte eigentlich viel interessanter sein, was ihr an Weihnachten macht, als was der Bauchi an Weihnachten macht. Ich werde dieses Jahr Weihnachten nicht groß irgendwas anders machen, als ich sowieso die. Ich habe immer Weihnachten. Für mich ist Weihnachten nichts Besonderes mehr. Das Spektakel um Weihnachten herum, das ich in der Kindheit so schön fand, das habe ich eh schon lange nicht mehr. Brauche das auch nicht mehr. Als Kind habe ich mich gefragt, warum nicht das ganze Jahr Weihnachten sein kann. Und irgendwann, als ich wieder Kind wurde, habe ich mir gesagt, wieso machst du nicht das ganze Jahr Weihnachten und Karneval und Geburtstag und warum feierst du nicht dein Leben, du Vollhonk? Da habe ich da gesessen, habe mir gedacht, so, kann ich dir nicht sagen. Mir fiel kein Grund mehr ein, warum ich mein Leben nicht leben soll. Und zwar im Notfall wie der letzte Penner. Wenn das ist, was gewisse Leute in mir sehen wollen, wisse, mir ging es nicht. Es geht mir nicht darum, Penner zu sein oder nicht. Mir geht es seit Jahren darum, meine Ruhe zu haben und in Ruhe mein Leben genießen zu können. Das ist, womit ich mich die letzten 5 Jahre intensivst beschäftigt habe. Deswegen bin ich da, wo ich heute bin. Wie ich aus dem, was ich mein Leben nannte, etwas machen kann, was ich auch gern erlebe. Das ist, wo ich heute bin. Das ist, wo ich gerade von so vielen Leuten gezeigt bekomme, Bochi, ich bin neidisch, wenn ich dich sehe. Und ich versuche händeringend zu sagen, du brauchst nur was in deinem Kopf zu ändern. Dann kommen sie schon wieder, ja, aber mit Kindern ist das schwierig. Hey, jeder Grund, den ihr nennt, ist einer, der es euch schwieriger macht. Hört auf zu behaupten, es sei schwierig. Warum wollen immer alle alles einfach haben? Manche Sachen sind nicht einfach. Aber sie sind trotzdem möglich. Und meistens merkt man, wenn man einmal die ersten Schritte getan hat und seine Überwindung überwunden, seine Hemmschwellen überwunden hat und die Überwindung aufgebracht hat, diese Schritte zu gehen. Und es sind Schritte in einem. Ihr braucht nichts in der Matrix zu ändern. Das ist genau das, worauf ich da die ganze Zeit hinweise. Fangt an, eure Sichtweisen zu ändern. Vor allen Dingen schon mal mit denen, die da wie Gerümpel im Weg stehen. Mit Kindern ist das schwerer. Mit dieser Aussage mache ich es für mich schwerer. Ja, richtig. Wenn ich das sein lasse, dann wird das mit 3 Kindern unter Umständen sogar noch einfacher, weil ich nicht alleine bin und ein Team habe. Das muss ich allerdings erstmal so wahrnehmen, statt die Kinder als Vorwand zu nutzen, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen und dann auf den Bauch neidisch zu gucken. Der Neid ist gut, aber wenn er ihn nicht nutzt, dann werdet ihr zusehen können, wie der sich in Missgunst verwandelt. Und dann ist der Bauch wieder ein Arsch. Hey, an alle die, die denken, ich bin ein Arsch, kann ich sagen, hey, das liegt daran, dass du deine Sichtweisen so ausgeregt hast. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich lebe. Und dein Leben wird nicht besser dadurch, dass ich irgendwas anders mache. Dein Leben wird besser dadurch, dass du anfängst, die Dinge in deinem Leben anders wahrzunehmen. Nicht alles in deinem Leben ist so, wie du gelernt hast, es zu deuten. Wenn du das alleine verstanden hast, dann hat sich in deinem Leben schon was geändert, weil dann verpufft diese Brille, die dir die Möglichkeit nimmt, über deinen eigenen Horizont hinauszugucken. Das ist die Brille, die immer ständig will, dass du Recht behältst.
Mach diese Brille weg, die ist dir nicht dienlich. Beim Weiterlernen und Forschen, und da ist es nicht dienlich zu glauben, man wüsste alles. Und diese Rechthaberei ist nichts anderes. Es ist ein Kampf darum, am Ende, Victoria, ich freue mich auf deine Livestreams. Ich werde reinschalten. Ich verspreche es. Und zwar liebend gern. Was mache ich Weihnachten? Ist das nicht scheißegal, was der Bauchi Weihnachten macht? Ey, mit sowas will ich noch nicht mal in der Zeitung landen. Hat die Zeitung auch noch nicht so ganz verstanden, dass ich nicht alles dafür tue, in die Zeitung zu kommen. Ich will nicht unter allen Umständen in die Zeitung. Ich will unter meinen Umständen in die Zeitung. Bis jetzt, mir ist ziemlich gut gelungen. Weil ich auch einfach seit 15 Jahren mein Spiel spiele und einfach verdammt gut weiß, was ich tue. Und zum Glück überhaupt gar nicht darauf angewiesen bin, dass irgendjemand anders das versteht, weil das mein Ding ist. Deswegen muss ich auch überhaupt gar nicht mehr irgendjemand anders verstehen, um Mitgefühl für ihn zu empfinden und sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber wenn du das gut findest und das erleben willst, dann helfe ich dir dabei. Bei den Sachen, wo ich das kann. Da, wo ich das nicht kann, kann ich auf jeden Fall sagen, ja, dann mach du mal. Ich mach derweil was anderes. Aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass jemand was erleben möchte, das er erleben möchte, solange da niemand drunter leiden muss. Merke ich das, ist das für mich die Priorität, erstmal Schaden vermeiden und dann dafür sorgen, dass trotzdem jeder das erleben kann, was er erleben möchte. Aber so, dass niemand drunter leiden muss. Es gibt immer Mittel und es gibt immer Wege. Das sind die meisten Menschen überhaupt gar nicht gewohnt, so zu sehen, weil die ja ständig in Sackgassen landen. Aber es gibt immer Wege. Das, was man erleben möchte, so zu erleben, dass da niemand drunter leiden muss. Wo nicht irgendjemand missbraucht wird oder sonst irgendwas. Oder irgendetwas tun müsste, was er gerade nicht erleben will. Wenn man mal alles frei laufen lässt, sieht man das sehr schnell. Und dabei ist man überhaupt gar nicht abhängig davon, ob andere Leute um sich herum auch gerade mal frei laufen lassen. Die wissen gar nicht, das ist für dich nicht wichtig. Lass mal laufen. Ey, bei jeder Spezies um uns herum funktioniert das prima. Nur der Mensch bekommt das nicht hin. Weil unser Verhalten nun mal einfach nicht natürlich ist. Und wir sollten anfangen, uns über diese Dinge zu unterhalten. Und ich würde wirklich gerne gerade einfach die Idee des, wie ich es in 2020 genannt habe, des großen Murmelns, die das gelesen haben oder konsumiert, die wissen, was ich meine, gerade einfach mal nicht auf andere zu warten, wie ich das jetzt auch schon lange getan habe, sondern gerade mal einfach meine Möglichkeiten zu nutzen, es zu machen. Jedenfalls gerade einfach mal, solange ich Bock drauf habe, es zu machen. So, und selbst wenn ihr jetzt gerade noch nicht wirklich so weit seid, der Sisser, alles klar, scheiße, ich drücke jetzt auf diesen Button und gehe live und fange an, dasselbe zu machen, was der Bauch wieder auch macht, auf meine Weise. Teilt das Video. Teilt die Inspiration. Ladet Leute ein, sich das Video anzugucken, ihre eigenen Videos zu machen, zu was immer sie gerade interessiert. Wir sind da Granate drin. Ganz YouTube ist voll davon. Nur sieht es keiner bewusst so. Und viele Leute beschäftigen sich auch gerade nicht mit Themen, die sie selber wahnsinnig wirklich interessieren, sondern es gibt auch viele Leute, die beschäftigen sich mit Themen,
die auf YouTube gerade gut ankommen, weil es denen um die Klicks geht. Mir ist das nie um die Klicks gegangen. Ich wollte nie möglichst viele Klicks haben. Ich wollte möglichst viele Klicks von Leuten, die das auch interessiert. Ich hätte auch irgendeine Scheiße machen können, um viel mehr YouTuber, viel mehr Abonnenten zu haben oder so. Aber das wäre nicht mein Weg gewesen. Ich hätte auch in den letzten Jahren, ich hätte so wahnsinnig viele andere Sachen machen können, mit denen ich zum Teil auch viel mehr Kohle verdient hätte. Aber es wäre nicht authentisch gewesen. Ich hätte dafür Sachen zurückstellen müssen, für die ich gerade alles getan habe, mich von allem befreit habe, damit ich die machen kann, nämlich das, wo ich gerade Bock drauf habe. In diesem Moment jetzt gerade das hier. So, und bloß weil ich nicht in irgendwelchen Sälen Vorträge gehalten habe vor hunderten Leuten und da dann Eintritt für verlangt habe, habe ich aber trotzdem 1500 Videos Minimum in den letzten 10 Jahren online gestellt, die alle mindestens etliche hunderte Aufrufe hatten. Also ich habe schon mein Publikum erreichen können und aufbauen. Mir war nur die Kohle egal. Vor allen Dingen, weil ich ja auch wissen wollte, die ganze Zeit, wie es geht, ohne Kohle zu leben. Da wäre es mir nicht dienlich gewesen, mehr Kohle zu haben, als ich hatte. Ich hätte die ganzen Erfahrungen ja gar nicht machen können. Ich hätte ja gar nicht erfahren können, wie es ist, Sachen auf andere Wege, als sie einfach zu kaufen, zu bekommen. Sie mit einem Gefühl von Dankbarkeit gegeben zu bekommen. Da musste mal versuchen, am Mediamarkt, an der Kasse zu bekommen, das Gefühl. Dass da gerade jemand absolut dankbar ist und froh, dass er dir was mitgeben kann. Und du mit demselben Gefühl dein Geld da lässt. Das Geld spielt in den meisten meiner Fälle überhaupt gar keine Rolle. Deswegen brauche ich so wenig davon. Und deswegen brauche ich vor allen Dingen keinen 8-Stunden-Job mit Knebelvertrag, um den monetären Bedarf, den ich habe, zu decken. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass ich was bezahlen muss und es nicht bezahlen kann gerade, weil mir wieder die Pistole auf die Brust gesetzt wird und es eigentlich überhaupt gar nichts mit meinem Bedarf zu. Wenn ich demnächst 360 Euro Strafe an das Gericht bezahlen muss, damit ich dann nicht doch eingebuchtet werde, dann hat das nichts mit meinem persönlichen monetären Bedarf zu tun. Das sind dann Sachen, die wir aufgedrückt bekommen. Davon habe ich mein Leben schon sehr, sehr befreien können. Und trotzdem, aber dann fällt es dann halt auf, wenn solche Sachen da mal reinplätschern. Ja, und dann rauschen die durch, den ganzen Monat. Das war bei mir früher auch so. Und da hatte ich solche Jobs mit Knebelverträgen, da habe ich aber finanziell nicht besser dagestanden. Stattdessen habe ich währenddessen auch noch massiv Schulden aufgebaut. Wenn ich jetzt in einer Kamera frage, weil ich Videos machen möchte, dann kriege ich wieder gesagt, ja, Bauchhygienearbeiten, kauf dir eine. Also zum einen, wie gesagt, haben die nicht begriffen, dass ich gerade vor allen Dingen keine neue kaufen will. Deswegen frage, ob jemand anders eine rumliegen hat, die er gerade nicht mehr braucht und vielleicht sogar froh ist, sie mir geben zu können, weil er sie nicht mehr ungenutzt rumliegen hat. Das ist genau das, wovon ich rede. Findest du an der Mediamarkt-Dingens überhaupt gar nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Findest du an keiner Kasse. Und zum anderen, wie gesagt, bloß weil andere keine anderen Wege kennen, als dann sich zu versklaven, um an etwas zu kommen, was sie gerne hätten, warum soll ich das dann deswegen auch tun? Bloß weil das alle machen. Das ist einfach nicht mein Ding, irgendwas zu tun, weil das alle machen. Mein Ding ist eher geworden,
das zu tun, was ich für richtig halte und mir wünsche, dass das alle machen. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht dazu kommt oder nicht so ist, aber das hält mich halt eben einfach nicht davon ab, die Sachen so zu tun, wie ich die für richtig halte. Das ist der Punkt. Das macht den Unterschied in meinem Leben. Da bin ich an der Stelle, wo ich was geändert habe, völlig unabhängig von meinen äußeren Umständen, sondern von einem inneren Willen. Und alle äußeren Umstände haben dagegen gesprochen, diesem inneren Willen Ausdruck zu verleihen und zu folgen. Alle. Auch bei mir vor 15 Jahren. Bis vor 15 Jahren. Und weil ich vor 15 Jahren diesem Willen Raum gegeben habe und ihm gefolgt bin, bin ich da, wo ich heute bin. So rum wird ein Schuh draus. Und das ist für jeden möglich, egal wie viele Kinder ihr habt. Für jeden ist es möglich, sich damit zu beschäftigen, wie man es in seinem eigenen Leben hinbekommt, einfach in sich weniger gegeneinander, weniger Vorwürfe, Schuldzuweisungen, so ein Schwachsinn, weniger Gehorsam, weniger wahrzunehmen. Das fängt zum Beispiel, fängt das damit an, dass wenn ich gerade nicht aufhören kann, Gehorsam zu leisten, aber schon mal bewusst damit anfangen kann, die Befehlskette zu durchbrechen und sie nicht an meine Kinder weiterzugeben und von meinen Kindern keinen Gehorsam zu verlangen, bloß weil ich da gerade nicht rauskomme, ihm Folge zu leisten. Aber wenn die Befehlskette direkt hinter mir schon mal gebrochen ist, dann ist das in meiner unmittelbaren Nähe. Und das wird Auswirkungen auf mich haben. Das ist ein bisschen so mit Langzeitwirkung und das ist ein Prozess. Aber man wird sehr, sehr, sehr schnell merken, dass sich im eigenen Leben was ändert. Ja, der Tito ist der unerzogenste Hund der Welt. Und der Tito gehorcht einem Scheißdreck. Und trotzdem komme ich ziemlich geil parat mit dem, weil ich mit dem auf Augenhöhe stehe, weil der nie bei mir gelernt hat zu gehorchen, weil ich mich die letzten 15 Jahre mit Ungehorsam beschäftigt habe und mein Hund genau das auch mitbekommen hat. Der Tito kennt nicht das Prinzip von Gehorsam und Strafe bei Nichtgehorsam, weil der das nie kennengelernt hat bei mir. Der Tito kennt Konsequenzen für sein Verhalten. Aber der darf bis heute seine Entscheidungen selber treffen. Und der kleine Futz ist letzte Woche, diese Woche, vor ein paar Tagen 11 Jahre alt geworden. Und genauso lange ist er schon bei mir. Und wir kommen immer noch super geil miteinander parat, ohne dass der Tito mir jemals hätte gehorchen müssen. Der war mein Sparringpartner, an dem konnte ich mitüben, keinen Gehorsam zu verlangen. Wenn ihr Kinder habt, dann nutzt diese Kinder, statt als Vorwand aus eurer Komfortzone rauszukommen, als Sparringpartner. Lasst mal zu, dass sie euch auch Lehrer sind. Kommt mit euren Kindern auf Augenhöhe. Tut nicht so, als müsstet ihr für eure Kinder sorgen. Lehrt sie, sich um sich selbst sorgen zu können. Dann braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Das ist nicht links, das ist logisch. Logan. Ja, so ist das. Weißt du, eben saß ich hier mit 33 Leuten, jetzt sitze ich hier mit 12 Leuten. Ist mir scheißegal, mit wie vielen Leuten ich hier sitze. Mir ist egal, wie der Counter da ist. Lasten auf Null fallen. Mich interessiert nicht, ob euch interessiert, wovon ich rede. Mich interessiert, was ihr macht. Und das nehme ich dann zur Kenntnis als Ist-Situation an und werde davon auch nichts in Frage stellen. Aber ich werde da was für mich draus machen, egal was ihr macht. Weil ich gelernt habe, die Ist-Situation für mich zu nutzen. Und zwar in jedem Moment.
Deswegen bin ich nicht klein zu kriegen. Und deswegen mache ich das ohne die geringste Anstrengung. Deswegen ist mein Leben so gechillt. Nicht, weil ich Kinder hatte oder keine. Ich habe einfach meine Möglichkeiten genutzt. Das ist der Punkt. Und das machen viele andere nicht. Das ist der Punkt. Und ich möchte jedem einfach die Angst nehmen, der sich ausschließlich von seiner Angst davon abhalten lässt. Diese Angst ist unnötig, die braucht ihr gar nicht zu haben. Und das werdet ihr sehr schnell rausfinden. Mir ist so viel Angst gemacht worden in den letzten 15 Jahren vor Bauchi, da kommst du ins Gefängnis, Bauchi, dafür erschießen sie dich, bla bla bla. Habt ihr eine Ahnung, was für Erfahrungen ich mir da rausgeholt habe? Wer sich darüber wundert, warum ich so stark bin, sollte sich mal meinen Weg angucken, den ich hinter mich gebracht habe. Und wer meint, ich würde immer nur den leichtesten Weg gehen, der hat sich ganz ordentlich geschnitten. Ich gehe den für mich stimmigsten Weg. Und zwar im Notfall against all odds. Und im Notfall alleine. Weil es mein Weg ist. Aber dem kann ich dann auch vertrauen und brauche keine Angst zu haben und kann ein ums andere Mal immer wieder in kaltes Wasser springen. Diese Sprünge ins kalte Wasser sind für mich ein Zeit und ein Sport geworden. Ungewohnte Dinge zu tun, ohne zu wissen, was danach passiert. Nämlich, um herauszufinden, was dann passiert. So lerne ich. Nicht, indem ich irgendwelchen Leuten glaube. Ich musste auch erstmal auf die heiße Herdplatte packen, um zu verstehen, ah, das bedeutet heiße Herdplatte. Hättest du mir das nicht mal vorher sagen können? Nee. Weil du nicht wusstest, was heiße Herdplatte bedeutet. Jetzt hast du die Erfahrung gemacht. Lass, guck deine Hand beim Heilen zu, im besten Fall. Mach kein Drama draus. Aufstehen, Krönchen richten, weiter. Das sind Erfahrungen. Andere Leute brauchten das nicht, weil die vorher schon auf anderem Weg herausgefunden haben, was heiß bedeutet. Oder ihrem Geschwisterchen dabei zugucken konnten, wie das es gerade rausfindet und merkten, okay, es ist auf jeden Fall unangenehm, ich muss das gar nicht erst anpacken. Und findet erst ein bisschen später raus, was heiße Herdplatte eigentlich bedeutet, ohne dabei da selber draufgepackt haben zu müssen. So, und diese Herdplatte ist mal wieder sinnbildlich für alles, was man lernen kann. Wüsste, für mich ist das nicht wichtig, wie hoch der Counter hier ist, wie viele Leute hier gerade mitmachen. Ich gebe das gerade genauso weiter, wie ich das auch heute an die Bild-Zeitungsredaktion weitergegeben habe. Ich weiß, was ich Weihnachten mache. Verstehen wird das kaum einer und bestimmt nicht durch eine Berichterstattung der Bild-Zeitung. Entschuldigung an die Bild-Zeitung, aber ihr schreibt ja nun auch nicht immer unbedingt das, was die, über die ihr schreibt, selber wahrnehmen. Ne? Also da habe ich ja auch meine Erfahrungen. Und das ist auch kein Vorwurf oder sonst irgendwas. Aber genau dasselbe geht hier gerade an jeden anderen auch. Fragt euch nicht, was ich Weihnachten mache. Fragt euch, was ihr Weihnachten machen könnt, zusätzlich dazu, was ihr sowieso schon tut, um Frieden in euer Leben zu bringen. Eine besinnliche Weihnacht im Sinn von tatsächlich mal über Umkehr nachzudenken. Und zwar am besten in Verbindung mit all den Situationen in meinem Leben, in denen ich mich gerade in einer Sackgasse wähne. Da ist Umkehr letztendlich das Einzige, was man machen kann. Oder man sitzt da weiter am Ende der Sackgasse und fühlt sich ohnmächtig. Ich kann nicht mehr. Dreh um. In der anderen Richtung geht es wieder weiter.
Und es ist einfach nun mal überhaupt gar nicht mein Ding, irgendwo am Ende einer Sackgasse zu sitzen. Entweder schaffe ich es mit meinem Kopf durch die Wand durch, und ich habe tatsächlich gelernt, sowas zu machen. In gewissen Situationen weiß ich nämlich, die Wand hält nicht viel aus. Aber manchmal stehe ich, da ist gar keine Wand, da geht einfach der Weg nicht weiter, da ist ein riesen Abgrund. Ja, dann stehe ich ja nicht rum und finde die Welt scheiße, weil da jetzt ein Abgrund ist, sondern dann drehe ich mich halt eben um und gehe den Weg zurück, den ich hergekommen bin, und finde über kurz oder lang einen Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Und finde meistens raus, dass der mich um den Abgrund rumführt oder sonst irgendwas, mich auf jeden Fall wieder weitergebracht hat. Viel weiter. Oftmals ganz weg von den ganzen Dingen, wo ich mal hin wollte, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, da wollte ich nur hin, weil irgendjemand mir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass es lohnt, dahin zu gehen. Zum Beispiel vor den Fernseher oder so, verstehst du? Das ist übrigens auch eine Wand, ne? Da sitzen die meisten Leute vor dieser Wand in der Sackgasse. Da haben sie schon ein Sofa davor gestellt, weil die wohnen da. Die wohnen da in der Sackgasse vor dieser Wand und checken nicht, dass dieses Fernsehprogramm eine Wand in ihrem Geist ist. Ja, ne? Ja, und so siehst du es halt, ne? Die einen teilen jetzt hier die Anregungen oder das Video und laden Leute ein, dazu zu kommen, und die anderen gehen einfach wieder weg. Das ist das, wovon ich rede, was ich als völlig normal empfinde. Früher hätte mich sowas gestört. Hätte ich mich gefragt, was machst du falsch? Wieso gehen die wieder weg? Heute weiß ich einfach, hey, das ist nur eine Nummer. Und wenn ich jetzt hier von den Aufrufzahlen gerade rede, dann ist das halt auch in Bezug auf wofür mache ich das? Sind mir diese Aufrufzahlen wichtig oder nicht? Und solange mir die nicht wichtig sind, können die gerade überhaupt gar nicht beeinflussen, weil ich gerade nicht damit beschäftigt bin, euch gerecht zu werden. Ich bin damit beschäftigt, mir gerecht zu werden. Ich möchte das große Murmeln erleben. Ich möchte dieses fette Brainstorming über Webcams erleben, von dem ich in 2020 gelesen habe. Und gerade bin ich mittendrin. Volles Feeling. Im Rahmen von The World Becomes One und alles Granate. Und ich darf hier noch sitzen wie der letzte Penner. Ich fühle mich gerade richtig Granate. Ich habe mir extra noch den alten hoseligen Pulli angezogen, der dringend gewaschen werden muss. Und so richtig nach mir riecht gerade und überhaupt nicht nach Weichspüler. Ja, habe ich gestern zum Arbeiten angezogen, damit ich beim Streichen nicht meine neuen Klamotten versaue. Damit ich nicht immer aussehen muss wie ein Penner, weil ich schon mal eben keiner bin. Aber heute, hier vor dieser Kamera, will ich einfach aussehen wie der letzte Penner. Ja, aber dann sind wir wieder genau bei denen, die es gerade trifft, ne? Weil die sind nun mal eben leider nicht in der Lage, so für sich zu sprechen und klarzumachen, dass sie nicht einfach nur die letzten Penner sind, sondern unter Umständen Leute, die aus ganz anderen Gründen, als wir uns das meistens auch nur ansatzweise vorstellen können, auf der Straße, auf der Parkbank, unter einer Zeitung gelandet sind und da erfroren sind oder sonst wo. Ne, und es gibt halt auch noch all die ganzen anderen, die zum Beispiel gerade verhungern, weil sie nichts zu fressen haben.
Und da können wir auch einfach mal wieder ein bisschen globaler denken und über Deutschland hinaus. Und dann gibt es all die, die gerade aus ihrer Heimat vertrieben werden oder gelockt werden oder wie auch immer, um in Europa einen Bürgerkrieg vom Stapel zu reißen. Ich fühle mit all diesen Menschen mit. Ich kann nicht mich gegen die stellen. Es geht nicht mehr. Ich bin seit 15 Jahren damit, also seit 2006. Ich habe im Dezember 2006, also vor 12 Jahren, die Weltfriedenserklärung geschrieben und auch unterschrieben. Und seitdem halte ich mich an das, was ich da geschrieben habe, so gut ich nur kann. Das heißt, diese ganze Hetze hat diese spaltende Auswirkung auf mich einfach genau deswegen nicht mehr, weil ich mich weigere, mich gegen jemanden aufhetzen und von ihm spalten und trennen zu lassen. Ich weigere mich, in irgendeinem von euch oder von irgendwelchen Zuwanderern oder sonst wem ein Feind zu sehen. Und das hat in mir eine entsprechende Wirkung. Wenn du dir sowas 12 Jahre vorbetest, dann ist für dich überhaupt gar nichts anderes mehr existent. Dann kann man dir erzählen, ja, der ist aber dein Feind. Du wirst stur wie der sturste missionierende Christ da sitzen und jede andere Wahrheit für nicht existent erklären. So kann man Wissen einsetzen, so dass es einem zum Vorteil gereicht. Das ist Matrix-Programmierung. Glauben kann ich alles, aber was ich wissen will gerade, das überlege ich mir verdammt nochmal selber, das lasse ich mir von keinem reinreden. Weil manche Sichtweisen in Bezug auf das, was ich gerne erleben möchte, gerade mehr als kontraproduktiv sind. Wenn ich denen zu lange nachgebe, mache ich das unmöglich. Und indem ich das ignoriere, mache ich das nicht nur möglich, sondern bringe es in Existenz. Frag mal die Flugpioniere von früher, kannst dich ja online gerade mal mit ihnen connecten, was die dazu empfinden, was ich gerade gesagt habe, von allen als Spinner betrachtet zu werden, und zwar von all denen, die 100 Jahre später sich in Billigflieger setzen und völlig normal über den Atlantik fliegen. Von genau solchen Leuten sind die Flugpioniere alle früher als Spinner bezeichnet worden. Und von genau solchen Leuten werden heute die Leute, die freier denken, als Spinner bezeichnet. Diese freie Denke wird in 100 Jahren sowas von selbstverständlich sein. Und zwar nicht, weil ich das losgetreten hätte, sondern weil Gedanken nun mal eben frei sind und das, was das eindämmt, gerade am Ende ist. Aber weil ich weiß, dass es am Ende ist, kann ich da voll drauf vertrauen und hier gerade mein Ding machen. Statt arbeiten zu gehen, übrigens. Ich könnte jetzt auch Geld verdienen gehen, damit ich mir eine Kamera kaufen kann, irgendwann, vielleicht. Weil wenn ich Geld verdiene, muss ich ja auch eine Wohnung bezahlen. Und den ganzen Sch ne? Ich mache das einfach lieber auf meine Art und Weise, so wie ich das prima finde und weiß, dass ich normalerweise auch immer wieder die Hilfe bekomme, doch dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte. Dabei aber niemals von irgendjemandem persönlich abhängig bin. Ich brauche von niemandem persönlich was zu erwarten, weil ich gelernt habe, dass das Universum mir teilweise über Wege, die mir überhaupt gar nicht, wo ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, Hilfe zukommen lässt. Und während ich früher damit beschäftigt sein, von denen enttäuscht zu sein und auf die sauer zu sein, die mich jetzt aber schon wieder hängen lassen, obwohl ich immer alles für die getan habe, konzentriere ich mich gerade viel lieber darauf, mach du mal dein Ding und krieg hier meine Hilfe und bin dankbar und kann mit denen und habe neue Freunde gefunden, mit denen ich von denen ich bis dahin noch gar nicht wusste. Und da sind teilweise wirklich Leute dabei, die mir dann sagen, ey Bauchi, ich kenne dich eigentlich schon seit 5 Jahren, gucke ich deine Videos. Jetzt habe ich mich mal getraut, dich mal anzuschreiben oder was weiß ich was. Und dann kommen die auf einmal mit was an, wo ich so, Alter, wie geil ist das denn? Und dann rede ich da teilweise von Dingen, die man noch nicht mal kaufen kann. Und wenn man noch mit 3 Jobs arbeiten geht, weil man die für Geld einfach nicht bekommt.
weil man die nicht in Geschäften kaufen kann. Und ich habe inzwischen so viel Dinge kennengelernt, die man in Geschäften nicht kaufen kann, von denen ich früher deswegen nichts wusste, wie man da dran kommt, weil ich ja immer nur wusste, du kommst an alles nur über Geld. Das ist was, was sich viele Gurus zunutze machen, die Leute, die Inspirationen suchen, für diese Inspirationen dann zahlen lassen, die mit den Inspirationen dann da sitzen lassen, obwohl sie eigentlich, verstehst du, da habe ich keinen Bock drauf. Harald Christ, was habe ich vor 15 Jahren gemacht? Harald Christ, ich habe vor 15 Jahren meinen Verstand verloren. ich bin zusammengebrochen, hatte Burnout, schwere Depressionen, Borderline und habe mich in die Klapse einliefern lassen und bin dann da 30 geworden. Das habe ich vor 15 Jahren gemacht. Beziehungsweise jetzt im Moment vor 15 Jahren war ich kurz davor. Jetzt vor 15 Jahren war ich schon in Holland? Nee, wir sind erst am ersten Weihnachtstag nach Holland gefahren. Davor war ich mit meiner Frau, davor habe ich in meinem Tattoo-Studio gearbeitet, wahrscheinlich jetzt um diese Zeit. Und Angst davor gehabt, nach Hause zu gehen. Weil ich wusste, wenn nachher meine Frau wieder zu Hause ist, bin ich wieder mit jemandem zusammen, mit dem ich gerade nur zusammen bin, weil wir es nicht schaffen, uns voneinander zu trennen. Damals war ich in einer solchen Situation, ja. Ja, so ist das. Hier, ich gucke mal so ein bisschen Eileen. Ja, schönen Tag auch für dich, Süße. Ja, Scheiß auf Weihnachten ist so ein Ding, ne? Wie gesagt, ich empfehle lieber, das einfach jeden Tag zu feiern. Jeden Tag aus jedem Tag ein besinnliches Fest der Nächstenliebe zu machen. Also ich weiß, warum ich das empfehle, ne? Weil ich mache das so mal einfach so und weiß einfach, warum ich das empfehle. Und ich bekomme kein Geld dafür. Ich bekomme kein Geld dafür gegeben, dass ich das bewerbe. Und es ist auch, ich kann versprechen, es ist nicht von den Rechten inszeniert. Jetzt wird wieder so wahnsinnig viel diskutiert. Es wurde ja auch diskutiert, als der Bauchi dann auf der Bäckerfinker war, wurde ja so wahnsinnig viel diskutiert. Und was habe ich dann in Kommentaren gelesen, so von wegen, wenn du das auf meinem Ding gemacht hättest, dann hätte ich dich da rausgeprügelt und bla bla bla. Wie gesagt, erzähl das jetzt einfach nicht mir, weil mich interessiert das ein Scheißdreck, was du mit mir gemacht hättest, wenn ich eins von deinen verfallenden Grundstücken davor vorm Verfall und vor dir gerettet hätte und diesen Lebensraum für Leute, die gerade wegen Verhaltensweisen wie deiner da gerade verrecken, das ist euch nicht bewusst, ne? Also das geht jetzt mal an all die, die mich da so fertig gemacht haben. Das ist euch nicht bewusst, dass eure Einstellung jeden Tag mitunter Tote kostet. Menschenleben. Ich weiß, dass ihr das wahnsinnig gerne ausblendet und so tut, als wäre das nicht so. Das ändert aber nichts daran, dass es so ist, weil nun mal hier eben alles miteinander verwoben ist. Und ob du dich dafür interessierst, ob in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, ändert nichts daran, ob in China ein Sack Reis umfällt oder nicht. Und ob dich interessiert, ob wegen der Ausbeutung auf deren Grundlage Reichtum möglich ist, jeden Tag Arme für diesen Reichtum bezahlen, den du so selbstverständlich glaubst, erarbeitet und verdient zu haben, erzähl das alles nicht mir.
Erzähl das denen, auf deren Kosten das geht. Aber genau das tut ihr nämlich nie. Da guckt ihr nämlich weg. Also erzähl mir nicht, wie du findest, was ich auf der Bäckerfinker gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn du es eh nicht gerafft hast. Na, es wird wieder so wahnsinnig viel geredet und geredet und geredet und geredet. Wann? Wann wird dazu aufgerufen, solche Möglichkeiten? Und ich habe nur eine präsentiert von ganz vielen möglichen alternativen Verhaltensweisen oder Rangehensweisen an bestimmte Themen, die Lösungen beinhalten würden und nicht nur noch mehr Probleme hervorbringen. Wann bringen wir, und jetzt rede ich wieder von jedem, der hier gerade mithört, wann bringen wir diese Impulse, statt darauf zu warten, dass das der Mainstream für uns tut? Wenn wir die bringen und vorleben und es machen und tatsächlich live gehen und anfangen, das nicht mal hier mal zu posten, sondern mal wirklich mit Einsatz da dran zu gehen, das Spiel mal ein paar Wochen zu spielen, um zu mal gucken, ob wirklich niemand mitmacht, wenn wir es machen. Wie ein Online-Spiel, in dem es darum geht, so viele Inspirationen über Frieden, Ruhe und Liebe ins Internet zu setzen, und zwar den Leuten direkt vor die Nase, dass sie nicht mehr dran vorbeikommen, dann kommen auch die Mainstream-Medien nicht mehr dran vorbei. Und genau deswegen weiß ich, dass ich denen nicht hinterherlaufen brauche. Wie gesagt, ey, wenn du 14 Jahre lang deine Scheiße machst und dann mit Medienzensurbrechen beschäftigt bist und dabei weißt, du kannst dabei höchstens mit Gegenwind von den Medien rechnen, respektive, wenn sie was über dich bringen, definitiv nicht wirklich das, was du tust, sondern sie versuchen, dich irgendwie anders dazu hinzustellen, zum Beispiel als Hippie-Guru. War nicht meine Idee. Das war die Idee von der Bild-Zeitung. Das war für mich auf jeden Fall definitiv eine nette Sache, aber man hätte wahnsinnig viel mehr draus machen können. So wie man auch aus der ganzen Geschichte da oben wahnsinnig viel mehr hätte machen können. Nur, wenn da andere Leute dran beteiligt sind, dann verlange ich nicht von denen allen, dass die das so machen, wie ich das will. Und deswegen sind jetzt da oben andere und beleben das Ding weiter. Zumindest, naja, steht ja immer noch der harte Teil des Winters auf Mallorca bevor. Keine Ahnung, was da passiert, ist mir auch egal. Ich habe mein Ding gemacht und mache seitdem mein Ding weiter und sitze deswegen jetzt gerade hier. Und kann weiter mein Ding machen. Und offensichtlich kann mich noch nicht mal ein Gericht daran hindern. Weil es nämlich nicht an irgendeinem Gericht liegt, ob ich mein Leben lebe oder nicht, sondern an mir. Die hätten mich jetzt auch in den Knast stecken können und dann hätte ich da trotzdem mein Ding weitergemacht. Dann hätte ich im Knast geguckt, okay, was kannst du draus machen? Da hätte ich einen Sport draus gemacht, wie viele Flausen ich meinen Mitsträflingen in die Köpfe hätte setzen können. Und glaub mir, dass mein Spanisch danach definitiv um einiges flüssiger gewesen wäre. Warum soll ich da Angst vor haben? Wenn es passiert, dann passiert es. Dann, ne? Da kann ich dann nichts gegen machen. Und dann ist das so. Und für so lange, wie das ist, mache ich dann halt eben da das Beste aus meiner Situation. Und dann können sie mir meinetwegen noch drei Kinder in die Zelle setzen, um mir den Eindruck zu vermitteln, dass jetzt alles noch schwerer ist, werden es nicht hinbekommen. Also bei mir wirkt das einfach nicht mehr. Wenn die mir da drei Kinder in die Zelle setzen, um es mir schwerer zu machen, dann rede ich mit den drei Kindern und gucke, wie wir für alle vier das Beste draus machen. So simpel ist das. Das ist eine innere Einstellung. Es hat nichts damit zu tun, was mit äußeren Umständen oder wie irgendjemand da draußen das anders wahrnimmt. Ist so. Habt ihr, die mir jahrelang erzählen, dass ihr eure Kinder wegen in der Sklaverei bleiben müsst, habt ihr eure Kinder mal gefragt, wie die das finden, dass ihr diese Antwort mir immer gebt?
Mich würde da wirklich mal, mich würden die Antworten interessieren. Mich würde überhaupt mal interessieren, wie ihr vor euren Kindern rechtfertigt, dieses Leben weiterzuleben. Vor allen Dingen, wenn ihr dann selber total unglücklich darin seid. Und dann noch sagt ihr, ja, das tue ich für meine Kinder. Und ich weiß, dass viele Kinder sich fragen, warum ihre Eltern es für eine gute Idee halten, sich für sie aufzuopfern und für sie zu leiden. Weil dann haben die Kinder nicht wirklich was von ihren Eltern. Weil die sind dann fix und fertig und mit denen kann man dann auch nicht unbedingt das Leben genießen. Ich finde das so wahnsinnig erfrischend, immer wieder mal mit Kindern zu reden, weil von denen habe ich diese Sichtweisen. Ich muss die auch irgendwo her haben. Wo habe ich sie her? Von Kindern. Und teilweise erzählen die Kinder, da muss ich den Eltern sagen, hör doch deinen Kindern mal zu, was die dir gerade sagen. Aber da das widerspricht, da das ihre Argumente gerade quasi komplett auseinanderhauen würde, wenn sie das täten, tun sie es nicht. Und weiter werden die Kinder als der Grund vorgeschoben, warum man selber nicht aus der eigenen Komfortzone kommt. Das ist nicht dienlich. Das ist den Kindern überhaupt nicht dienlich. Und es ist gelogen, wenn ihr sagt, dass ihr das für eure Kinder tut. Ihr tut das für euch. Und es geht auf Kosten eurer Kinder. Und der Welt, die ihr ihnen hinterlasst. So simpel ist das. Das ist, wie gesagt, ne, das sage ich alles überhaupt gar nicht als Vorwurf. Das sage ich eher so, dass ihr einfach mal die Möglichkeit habt, darüber nachzudenken. Weil ich weiß, dass das ist, was euch eigentlich fehlt. Die richtigen Denkanstöße, die euch helfen, da rauszukommen. Weil die kriegt ihr auch nicht übers Fernsehen. Das ist auch sowas, was ihr nirgendwo kaufen könnt. Nirgendwo. Da könnt ihr euch schwarz arbeiten und so viel Geld haben, wie ihr wollt. Aber solche Sachen wie diese Erkenntnisse könnt ihr nirgendwo kaufen. Sowas könnte natürlich in fetten Lettern auf der Bildzeitung stehen und dann könnte man es kaufen. Oder irgendeiner anderen Zeitung. Es gibt sogar ganz kleine Zeitungen, die kein Schwein kennt, da kann man das vielleicht sogar kaufen. Und immer noch gibt es Sachen, die man nirgendwo kaufen kann. Weil praktische Erfahrung ist was, das kannst du nirgendwo kaufen. Die musst du einfach dir selber erarbeiten. Da kommst du nicht drum rum. Das kann man aber mit viel Spaß und Freude und viel Genuss machen. Ins kalte Wasser springen, um dann rauszuschwimmen. Ja, aber ich erfriere. Also ich erfriere auf jeden Fall nicht. Und wenn ich ein bisschen drin war, war es immer warm. Die Eingewöhnungszeit nach dem Eintritt ins kalte Wasser war bis jetzt eigentlich immer schon alleine, dass ich normalerweise dann im kalten Wasser eine neue Welt gefunden habe, die mich so interessiert hat, dass mir gerade scheißegal war, ob es kalt oder warm ist. Ja, dann mach mal. Mach doch mal. Habe ich heute wieder gesagt bekommen. Ja, ich sitze die ganze Zeit hier und mache. Ich tue, was ich kann, um nicht arbeiten gehen zu müssen und meine Zeit für andere zu verschwenden und für dieses System, damit ich das hier machen kann und möglichst viele Inspirationen in die Welt. Das ist das, was ich seit 15 Jahren mache. Dazu anzuregen, uns aufzuhören, die Fresse einzuschlagen. Und aus diesem absolut wunderschönen Ding, was wir hier haben und Erde nennen. Also mittlerweile weigere ich mich, das einen Planeten zu nennen, weil Server eigentlich das viel passendere und beschreibendere Wort ist. Wir sind nämlich hier auf dem Server. In der Matrix sind wir hier auf dem Server. Ja, wir sind hier genauso real auf der Erde, wie wir real auf Halo waren oder auf Planet Doom oder auf sonst irgendein. Wir sind hier auf der Erde, weil wir uns hier drauf geeinigt haben, dass wir hier auf der Erde sind. An vielen Orten heißt sie noch nicht mal Erde. An vielen Orten heißt sie Earth oder Tierra oder Terra oder. Versteht ihr, was ich meine? Und dann bloß zu sagen, ja, das heißt halt einfach nur Erde in einer anderen Sprache, das ist sehr simplifizierter, ein sehr simplifizierter Grund.
Wir sind hier alle auf dem Server und jeder hat auf seinem eigenen Monitor das, bekommt das angezeigt, was zu seinem Spiel dazugehört. Wir sind nicht auf der Erde. Wir sind im Hier und Jetzt und denken, wir sind auf der Erde. Zumindest solange wir denken, wir sind auf der Erde. In dem Moment, wo du aufhörst zu denken, du bist auf der Erde, bist du nicht mehr auf der Erde. Und dann kannst du mit jeder Zelle deines Bewusstseins Dinge erleben, die du dir nicht vorstellen kannst, wenn du denkst, du seist auf der Erde. Aber wenn ich eben gesagt habe, dass ich mit diesem Boot in den letzten 3 Monaten im ganzen Universum zurück war, unterwegs war, dann vor allen Dingen in Situationen, wo es draußen stockdunkel drumherum war, ich nichts gesehen habe, hier in meiner kleinen Oase saß, wie im Millennium Falcon oder halt eben in der Serenity. Es gab Gründe, warum die Serenity Serenity heißt. Den wird aber auch nur der verstehen, der die Serie Firefly kennt oder halt den Film Serenity, Aufbruch in neue Welten. Und hier war ich halt mit der Boot. Oftmals in meiner Wahrnehmung so was von überhaupt gar nicht auf der Erde. Und dabei konnte meinem System völlig egal sein, ob das Einbildung ist. Ich weiß ja inzwischen, dass all die, die mir jetzt hier irgendwelche geistigen Probleme vorstellen, ich weiß ja, dass es über deren geistigen Horizont hinausgeht, zu verstehen, wovon ich hier rede. Und dass ihr Geist ihnen genau diese Möglichkeiten nimmt. Ja, da kann man mir eine Psychose vorwerfen. Oder halt eben, ne? Dann habe ich halt eine Psychose. Solange ich dadurch für mich, weder für mich noch für sonst jemanden eine Gefahr darstelle, habe ich halt dann gerne eine Psychose. Traurig ist, dass die Leute, die mir das vorwerfen, nicht checken, dass sie aber definitiv auch eine haben, wenn sie denken, sie seien Deutsche, die auf dem Planeten Erde leben und sich fragen, ob es da draußen im Weltall noch irgendwelches andere Leben gibt. Ich kiff lieber einfach weiter, als darüber nachzudenken. Das ist produktiver. Ich finde es schön, hier mit euch zusammenzusitzen und das große Murmeln zu erleben. Ah, ich freue mich schon sehr darauf, eure Gesichter zu sehen und euch beim Quatschen zuzuhören, wenn es euch einfach und ich will wissen, was durch eure Köpfe geht, wenn ihr. Wenn ihr offen über das redet und angstfrei, was euch wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt. Ich meine, ich bin es eigentlich gewohnt. Eigentlich ist jedes Mal, wenn ich mich vor die Webcam setze, ist das für mich dieses nur. Aber ich will es jetzt nochmal im Moment, ich will es bewusst, ganz bewusst als das große Murmeln gerade machen. So, und ich sehe, ich sitze jetzt gleich hier schon 1,5 Stunden und habe immer noch überhaupt gar keine Lust aufzuhören. Ich habe auch gar keine Lust, was anderes zu machen. Ich will gerade demonstrativ hier sitzen und der Welt mitteilen, was ich für mich als hilfreich kennengelernt habe. Ja. Ich möchte einfach meine Erfahrungen teilen. Und jetzt wird es wieder einige geben, die selber erstmal auf die Herdplatte fassen müssen und andere, die leichter verstehen, weil sie schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben und wissen, was heiß bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich den einen oder anderen, aber weißt du, das Ding ist halt auch, ich müsste mich eigentlich gerade mit Geld verdienen beschäftigen, weil ich rauche hier gerade schon wieder meinen letzten Tabak, trinke meinen letzten Saft. Aber es ist mir egal. Ich weiß, ich werde weder verhungern, noch werde ich ein Problem haben, wenn nichts mehr zu rauchen da ist.
Und selbst wenn, dann würde ich gerade lieber verhungern hier vor der Kamera während des großen Murmelns, als arbeiten zu gehen und das hier nicht machen zu können. Ich will das hier machen. Und dann sitze ich halt hier und habe kein Geld und kann mir gewisse Sachen einfach nicht leisten, die für andere Leute absolut selbstverständlich sind. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass ich im Notfall wochenlang ohne was zu essen leben kann. Sind Erfahrungen, die kannst du dir nicht kaufen. Es gibt Gründe, warum ich vor ein paar Jahren oben in Göteborg mitten im Winter die Gelegenheit genutzt habe, nicht bei meinen Freunden drinnen zu schlafen, sondern bei minus 15 bis 20 Grad draußen im Wohnmobil. Und nicht nur eine Nacht, sondern die ganzen fünf, die ich da war. Weil ich seitdem weiß, wie extrem belastbar ich im Notfall bin und auch herausgefunden habe, dass es überhaupt gar nicht so extrem war. Das Schlimmste war immer morgens unter der warmen, kuscheligen Decke raus und dann in meine Klamotten zu kommen. Aber selbst da habe ich nach dem dritten Tag habe ich rausgehabt, wie ich das hinbekomme, ohne diesen Schockmoment, diesen Frostmoment. Ich habe dann schon gelernt gehabt, wie ich mein Auto effektiv kurz vorher so anheizen kann, dass ich fast muckelig warm drin habe, aber auf jeden Fall warm genug, um in meine Klamotten reinzuspringen. Die ich dann ab der zweiten Nacht schon die ganze Zeit mit im Bett hatte und mit drauf geschlafen habe, quasi so halb dran, und die gewärmt habe. Man lernt. Und dann lernst du, wie wenig du eigentlich brauchst. Und dann grinst du mancher Herausforderung sowas von ins Gesicht, wo du vorher lieber ganz schnell Land gewonnen hast. Und sagst, ja, okay. Und nachdem ich den Winter in Stockholm, da diese Woche da über, nicht in Stockholm, in Göteborg, hinter mich gebracht hatte, hat man mir hier auf Mallorca nicht so wahnsinnig viel Angst vor dem mallorquinischen Winter machen können, der dennoch sehr, sehr unangenehm sein kann, weil es hier einfach nass ist die ganze Zeit und wir einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit haben und die gefühlte Temperatur viel niedriger ist als die vom Thermometer angezeigte. Und hier hast du über 2 Monate, vor allen Dingen so von Mitte Februar bis Mitte März, alles immer feucht und nass und klamm und igelig. Und du wirst hier teilweise einfach nicht warm. Selbst wenn du dich in deiner Finca vors Feuer setzt. Und trotzdem gerade ich will gerade nirgendwo anders sein. Ich lebe gerade vor allen Dingen hier wirklich wieder auf, ja, mit erschwerten Bedingungen. Das muss ich nicht. Ich will es aber. Ich habe der Michi versprochen, ich passe auf ihre Casita und ihre Hunde auf. Und da habe ich nicht die Bedingung gestellt, ja, aber zieh bitte nicht eine Woche vorher irgendwo hin, wo ich keinen Strom habe und kein fließend Wasser und auf keinen Fall warmes Wasser, und das habe ich auf der Finca gerade alles nicht, weil die Michi halt gerade erst eine Woche davor umgezogen ist, weil halt die Finca, wo sie vorher gelebt hat, eben verkauft wird und sie rausgeschmissen worden ist und so froh ist, dass sie nicht auf der Straße gelandet ist. Ich habe gerade andere Leute, die haben fettes Problem. Wenn die keine Freunde hätten, wo die gerade schlafen dürfen, dann müssten die gerade auf der Straße schlafen. Und ich weiß, dass ich letztes Jahr Nadine und Dani wirklich habe helfen können, indem ich die einfach ein paar Tage bei mir im Wohnmobil aufgenommen habe, weil sie ansonsten auf der Straße hätten hochschwanger sitzen müssen. Ich erzähle das nicht, um zu sagen, was für ein toller Kerl ich bin, sondern darauf hinzuweisen, dass diese Fälle gerade real existent sind und dass ich sie nicht nur vom Hörensagen kenne oder in der Zeitung darüber gelesen habe. Ich habe hier etliche Freunde gerade, die massiv von dieser Bedrohung betroffen sind, auf der Straße den Winter verbringen zu müssen.
Ja, die gehören gerade nicht zu denen, die mich für die Idee anpampen, was ich da beim Bäcker gemacht habe. Die gucken gerade nach Möglichkeiten, wie sie das kopieren können. Und so zwei, drei, weiß ich, haben das auch schon gemacht und haben Häuser besetzt, die, wo nicht einer weiß, wem das überhaupt gehört. Nicht mal die Behörden wissen, wem diese Gebäude gehören. Nur da kommt dann nicht die Zeitung und zeigt es. Ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Ich muss die nochmal ausfindig machen. Seitdem die da hingegangen sind, habe ich nichts mehr von denen gehört. Wahrscheinlich haben die da auch keinen Strom und Internet und sind schwer zu erreichen oder sonst irgendwas. Sollte von euch einer das gerade sehen, ihr wisst, wen ich meine, kenne ich ja, meldet euch mal bitte bei mir. Könnte man eventuell gerade nutzen, was ihr da macht. Ne, das ist halt auch so ein Ding. Ich wollte die Leute eigentlich mit der Kamera begleiten und da, aber da hätte ich ein Auto für gebraucht und da konnten, das waren halt eben Sachen, auf die ich dann auch verzichten musste. Weil ich da kein Geld für hatte. Wäre ich aber arbeiten gegangen, wäre ich definitiv nicht bis nach hier gekommen. Es ist nicht so, als würde ich nicht arbeiten. Ich arbeite von Aufstehen bis Schlafen gehen. Nur ist das für mich wie die reinste Freizeitbeschäftigung, seit ich bei der Auswahl dessen, was ich tue, darauf achten gelernt habe, ob ich da gerade auch überhaupt Bock drauf habe oder nicht. Mit dem Wissen, wenn ich keinen Bock drauf habe, brauche ich es gar nicht auch anzupacken, weil das Endergebnis für mich nicht befriedigend sein wird. Und warum soll ich anfangen, was zu tun, von dem ich jetzt schon weiß, dass es mich am Ende frustriert? Das ist Blödheit. Und ich habe einfach keine Lust mehr, so blöd zu sein, irgendetwas zu machen, wo ich keinen Bock drauf habe, wenn ich im Nachhinein weiß, ich sage mir, wieso hast du überhaupt angefangen? Wenn ich das vorher schon weiß, ja, dann fange ich doch nicht erst noch an. Den Vorwurf am Ende kann ich mir im Vorfeld schon schenken. Und habe dafür Raum und Zeit frei, das zu erleben, was mich gerade wirklich interessiert, wo ich Bock drauf habe, wo ich am Ende da sitze und geil denke. Alles, was im möglichen Angebot ist, was ich machen kann, da liegt, ist für mich in diese zwei Kategorien aufgeteilt. Wenn ich das mache, sitze ich am Ende frustrierter. Sitze ich die ganze Zeit frustrierter und am Ende sowieso. Und wenn ich das mache, dann habe ich die ganze Zeit eine coole Zeit und sitze am Ende mit einem Grinsen da. Ja, was mache ich wohl? Also zur Arbeit gehen ist schon bei mir ganz, ganz lange nicht mehr dabei. Es gab den Tag, wo ich nicht mehr zur Arbeit gegangen bin, sondern einen anderen Weg gegangen bin. Und das bereue ich bis heute nicht eine Sekunde. Ich habe das nicht einmal seitdem auch nur eine Sekunde bereut. Ich habe nicht einmal in den 15 Jahren ernsthaft in Erwägung, das stimmt nicht, 2006, das sind nicht 15 Jahre, das ist jetzt 12 Jahre alles her. 2006 habe ich nochmal meinen letzten Versuch gestartet, unter den Rahmenbedingungen zu arbeiten, die das System mir zur Verfügung stellt und fand das nicht nur frustrierend, sondern es ging nicht. Nach 3 Wochen wusste ich, hey, Bro, du bist hier sowas von falsch, weil ich auch vorher schon angefangen hatte, diesen anderen Weg zu gehen. Und seitdem ich weiß, ich hast es dir jetzt nochmal gezeigt, du brauchst das nicht anders zu sehen, als dass das der richtige Weg ist. Bong, sagt das Universum. Tja, Harald, ich schreibe gerade, ich habe 5 Jahre das Gegenteil von dir gelebt, aber Glück habe ich nicht empfunden. Ist dir gerade klar geworden, warum? Das sind diese simplen kleinen Erkenntnisse, die du nirgendwo kaufen kannst, wo du aber definitiv nicht Angst haben brauchst, dass du zu doof bist, die zu verstehen. Sondern dir einfach klar machen musst, dass du es nicht gewohnt bist, die Dinge so zu sehen und dann auch nicht die Möglichkeit hast, sie so anzugehen. Du musst erstmal,
Um das machen zu können, muss man erstmal die Idee irgendwo her haben. Und im Moment wird halt seit geraumer Zeit alles dafür getan, dass wir bloß keinen Zugang zu solchen Ideen finden. Die Bild-Zeitung hat 2009 schon mal über ein Projekt von uns berichtet. Da waren wir an den Externstein, nicht an den Extern, in der Nähe von den Externstein, im Extertal, und haben da ein Dorf im Wald angefangen aufzubauen. Und haben angefangen, den Leuten zu zeigen, wie man innerhalb von 2 bis 4 Wochen, ohne einen Cent zu brauchen, den man nicht zur Verfügung hat, allerdings auf ein Netzwerk zurückgreifen können, das Interesse daran hat, dass ihr da weiterkommt und helft, wo es kann. Innerhalb von 2 bis 4 Wochen dafür zu sorgen, dass man ein winterfestes, richtig geiles Ökohäuschen bauen kann. Dass man dann nicht 30 Jahre abbezahlen muss und sowas. Und das sogar unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze, von wegen kein Betonfundament und nicht größer als 15 Quadratmeter. Gar kein Problem. Brauchst halt ein paar Häuschen dahin, wenn du mehr brauchst als in Platz. Überhaupt gar kein Ding. Der Punkt ist, an dem Tag, wo das bundesweit in der Bild-Zeitung berichtet wurde, kam abends ein Anruf von oben über die Behörden, der dem Besitzer des Grundstücks, der uns das zur Verfügung gestellt hat, eindeutig gesagt hat, entweder sind die in einer Woche da weg oder sie haben eine Strafanzeige und 15.000 Euro Strafe am Hals, und zwar einfach wegen Naturschutzverletzung. Nicht Einhaltung von Naturschutz. Wir würden da den Wald zuscheißen und hätten außerdem den Bach angestaut, und das sei verboten. Da hat Stefan so gesagt, seid ihr bescheuert? Da ziehe ich dreimal Stacheldraht runter, setze da 20 Kühe drauf, die scheißen dann den Wald zu, und den Bach darf ich dann sowieso anstauen, damit die da saufen können, und ihr könnt da überhaupt gar nichts gegen tun. Aber die haben nicht angerufen, um zu verhandeln. Das war eine klare Ansage. Und deswegen sind wir damals halt eben da weg, weil wir nicht wollten, dass der dafür, dass er uns geholfen hat, dann massiven Ärger bekommt. Und es wäre ja nicht damit getan, sie haben ja nicht gesagt, so, ja, ihr könnt euch das Recht, das jetzt doch zu machen, für 15.000 Euro erkaufen. Es hätte ja nicht aufgehört, den Druck. Und da wir wussten, die werden uns dann immer mehr Druck machen und wir dann hier im Wald keinen Frieden haben können, da werden viele von ein Lied singen können, die in der letzten Zeit mal im Hambi waren. Wie das dann so ist, wenn man selbst im Wald keinen Frieden hat. Aber so ist das halt mit Pionierprojekten. Die sind nicht für die Ewigkeit da. Die sind da, um Erfahrungen zu sammeln. Und die sind alle an einem bestimmten Punkt einfach wieder am Ende. Das ist völlig okay so. Warum die kaputt gegangen sind, spielt also die unterschiedlichsten Gründe. Meistens ist es Ego. Bei uns war es nicht das Ego. Bei uns war es halt eben das Problem, dass die Behörden ein Problem mit uns hatten und uns unseren Frieden von daher unmöglich gemacht haben. Also wussten wir, wenn wir hier keinen Frieden finden, gehen wir einfach woanders hin. Und genau das haben wir gemacht. Ich bewege mich einfach seit Jahren immer dahin, wo ich möglichst viel von meinem eigenen Frieden wahrnehmen kann. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Glücklichen, der das auf der Arbeit findet. 2003 war es bei mir so. Da bin ich, weil ich aber auch selbstständig war und mein eigenes Tattoo-Studio hatte, lieber auf der Arbeit gewesen als zu Hause. Weil, wie gesagt, die Ehe mit meiner Frau damals schon nicht mehr so besonders lief. Aber ich habe mich dann halt auch eben ernsthaft dafür interessiert, warum meine Ehe nicht lief. Und so nach und nach habe ich etliches gefunden, wo ich mir gedacht habe, meine Fresse, Alter. Da bringt es nicht, die Schuld bei irgendwem zu suchen, aber dass es da und da gekracht hat, muss nicht wundern, wenn du dich so und so verhältst.
und zu versuchen, meiner Frau gerecht zu werden und jemand zu sein, den sie gerne hätte, mich dann aber selber zu verbiegen, verleumden, völlig selbst zu verlieren. Das war dann auch irgendwas, wo ich dann gesagt habe, so, das kann keinen Sinn machen. So ein Projekt brauchst du gar nicht erst wieder anzufangen. Ja. Ich möchte gerne mehr von solchen Videos, von solchen Streams machen, einfach weil ich es für sehr effektiv halte, wenn wir das tun. Wo wir einfach unseren Gedanken mal freien Lauf lassen, wo wir gar nicht unbedingt explizit irgendwas sagen wollen, sondern einfach laut denken. Und zwar mal demonstrativ, weil das ist das, was dieser Gesellschaft fehlt, dass man einfach frei denken kann. Weil in dem Moment, das beinhaltet, dass man das auch laut darf. Und das ist eine Grundlage, die wir uns schaffen können, indem wir einfach aufhören, uns gegenseitig für unsere verschiedenen Meinungen fertig zu machen, sondern einfach akzeptieren zu können, wenn jemand eine andere Meinung hat als wir, aber eventuell sehr glücklich darüber sind, dass er eine andere Meinung hat, weil wir dadurch was lernen. Das passiert oft genug. Und ich möchte gerade einfach alles tun, was ich kann, um dazu zu inspirieren, einfach unsere Mitmenschen wieder als Geschwister wahrzunehmen und diese Hetze einfach nicht mehr mitzumachen, sich nicht mehr daran zu beteiligen. Das Medienprogramm, das wir im Moment geboten bekommen, zu boykottieren. Es einfach nicht mehr zu konsumieren, weil wir nicht wissen, wo sie lügen und wo nicht. Aber dass sie zwischendurch lügen, weiß jeder. Das Problem ist, dass nicht jeder weiß, wo sie zwischendurch lügen. Und das macht das Ganze zum Problem. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Fernsehen oder die Medien, die Mainstream-Medien, die Realität wiedergeben würden. Dabei ist das das absolute Gegenteil von Realität, was wir übers Fernsehen mitbekommen. Da schreit keiner und sagt, das ist auch nur virtuell. Da schreit keiner, ja, jetzt sitzen sie nur noch vor ihren Computern. Das, ist euch mal aufgefallen, dass all die, die darüber schimpfen, dass die Jugend von heute vor ihren Handys sitzt, die Generation ist, die seit ich weiß nicht wie lang vor der Glotze sitzt? Und davor saßen sie alle vor ihren Zeitungen oder am Radio. Es bringt uns nichts, irgendwo den ersten Stein zu werfen und. Wir sind alle nicht frei von Fehlern. Ich habe keine Lust, mich gegen irgendwelche Moslems aufhetzen zu lassen. Ich habe auch keine Lust, vor irgendwelchen Moslems Angst zu haben. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Ich habe keine Angst vor Moslems. Und ich habe auch keine Angst vor Islamisten. Und ich habe auch keine Angst vor den ganzen Initiatoren, die das da alles initiieren. Von alledem lasse ich mich nicht abhalten, das zu tun, was ich gerade für richtig und sinnvoll und hilfreich befinde. Nützlich. Nützlich ist mein Zauberwort geworden. Mich interessiert nicht mehr, was wahr ist oder sonst irgendwas, weil ja sowieso alles in allen Köpfen anders wahr ist. Mich interessiert, was ist nützlich? Mit welcher Information oder Inspiration kann ich was anfangen? Was habe ich davon zu wissen, dass es wahr ist, dass eine Elite irgendwie die ganze Sklavenschaft da irgendwie dirigiert und kontrolliert? Wenn ich mich da selber zum Opfer zu durchmache, das hat doch keinen Sinn.
Ich weiß, dass das passiert, aber seitdem das nicht mehr mein Spiel ist, ist das für mich ein Spiel wie zwischen Cowboy und Indianer. Ist nicht mein Spiel. Und deswegen habe ich auch nur zum Schein, nur bedingt, nur unter gewissen Aspekten, deren Spiel da vor Gericht mitgespielt. Es war immer noch mein Spiel, ich war immer noch aus meinen Gründen da. Ich hätte zwar, als ich da hingegangen bin, nicht gedacht, dass ich da schriftlich zugeben werde, aber ja auch nur im Namen der Person, die ich nicht bin. Deswegen erkenne ich da immer noch nichts an. Habe ich einfach mein Spiel gespielt. Auf ihre Einladung hin zwar, auf die ich 4 Jahre warten musste. Tja. Ich weiß nicht, wie lange wir uns einfach noch es leisten können, so blind durch die Gegend zu laufen und zu glauben, die Welt sei so, wie wir die sehen. Die Welt ist so, wie wir die sehen, weil wir die so sehen, wie wir die sehen, aber auch nur für uns. Und in dem Moment, wo wir glauben, dass sie das dadurch für jemanden anderen auch so ist, sind wir schon auf dem Holzweg. Deswegen bringt uns das so wahnsinnig wenig, uns nach anderen zu richten. Statt einfach mal auf unseren Bauch zu hören. Unsere Intuition, die uns immer führt, immer leitet, die uns sogar sagt, geh da nicht hin. Fühlt sich scheiße an, aber dann kommt der Geist und sagt, ja, wir müssen aber da, der Geist findet dann immer irgendwelche tollen Argumente und treibt dich dann dahin und dann erlebst du dein nächstes Drama. Unser Bauch erkennt die ersten Anzeichen von Ungemach. Aber meistens ignorieren wir die. Und dann passieren irgendwann die schlimmsten Sachen, weil wir einfach uns weigern, unsere Sichtweisen zu ändern. Nur deswegen, weil wir uns die lieber um die Ohren hauen und dann andere Leute scheiße finden, die einfach eine andere Meinung haben. Und dann ist Krieg. Das ist Kleinkrieg, das ist Krieg, das ist Gegeneinander, ausgeführtes, gelebtes Gegeneinander. Und an sowas mache ich einfach seit Jahren nicht mehr mit. Und deswegen geht es mir heute so, wie es mir heute geht. Und nicht, weil ich Kinder habe oder nicht. Ich mag an dieser Hetze nicht mehr teilnehmen. Ich mag einfach an diesem Krieg nicht teilnehmen. Ich habe mir nicht nur vorgestellt, es sei Krieg und keiner geht hin, sondern ich weiß, da draußen ist gerade Krieg und ich weigere mich mitzumachen. Egal wen ich treffe, ich sehe einen Bruder oder eine Schwester in dir. Egal wie du mich gerade hasst und fertig machen möchtest oder mich doof findest oder sonst irgendwas, hat nichts damit zu tun, wie ich dich wahrnehme. Weil das meine Entscheidung ist und die lasse ich mir von niemandem mehr nehmen. Und ich muss mit keinem meiner Brüder oder Schwestern auch nur eine Sekunde Zeit verbringen, die für uns beide nicht unbedingt fruchtbar ist oder schön. Man kann sich aus dem Weg gehen, wenn man sich trifft, ohne dass man sich gegenseitig die Fresse polieren und sich tothauen muss. Das ist machbar, das ist überhaupt kein Problem. Da kann man von sich aus im Hier und Jetzt mit anfangen, völlig egal, wie weit diese Hassschürung und Hetze, durch alle anderen schon fortgeschritten ist. Das ist machbar. Ich weiß, dass es machbar ist, weil ich es gemacht habe. Und ich kann versprechen, es war nichts Übermenschliches dabei. Ich musste mich nur von gewissen Sachen trennen.
Zum Beispiel der Idee, dass es irgendwie gut ist, in irgendjemandem einen Feind oder Gegner zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht mit auf dem Schirm behält, dass es nur eine Projektion meines Selbst ist. Dass ich den gerade zum Gegner mache, weil ich gerade aus irgendwelchen Gründen da einen Bedarf drin sehe. Und wenn ich mir diesen Bedarf angucke, sehe ich oftmals, dass er gar nicht von mir kommt, sondern dass ich mir da nur was habe einreden lassen. Und da spätestens sollte man so einen Hals bekommen. Auf sich selber. Dass man sich da so hat spalten lassen. Und da darf man sich gern getäuscht fühlen. Und auch enttäuscht. Weil beides stimmt in dem Moment. Also es sind wirklich we wesentlich weniger Fliegen geworden, so in den letzten Tagen hier, aber so ein paar Restüberlebende gibt es noch. Ich möchte heute einfach der Penner sein. Ich will heute wirklich explizit der sein, der von der Gesellschaft verstoßen ist, weil er nicht reinpasst. Ich möchte heute so alles tun, um in überhaupt gar kein vorgefertigtes Bild von wie der Bauchi sich am besten präsentieren sollte, irgendwie reinpassen. Ich möchte nicht Teil von all diesem sein und ich möchte mich nicht anpassen. Ich möchte diesem Wahnsinn mich nicht anpassen. Egal, was für Argumente es dagegen gibt, aber ich möchte es nicht. Ich möchte es einfach nicht. Es fühlt sich scheiße an. Ich möchte mein Ding machen. Das fühlt sich geil an. Und deswegen sitze ich gerade hier. Und gehe heute nicht arbeiten und nehme mir diese Zeit hier und mache auch gerade nichts anderes. Bis auf Penner sein und kiffen, um möglichst gerade einfach, um möglichst. Möglichst die Sau mal einfach rauszulassen. Und explizit keinem seriösen Bild zu entsprechen. Ich will keinem seriösen Bild gerade entsprechen. Ich will nicht seriös sein. Ich will Kind sein. Ich will wieder das sein, was ich war, bevor man mir gesagt hat, ich sei für irgendeine Nutzung meiner Fähigkeiten langsam aber zu alt. Und ich müsse jetzt seriös werden. Egal, von wem ich das jemals gehört habe und ohne dass es persönlich gewesen ist, aber fickt euch mal ordentlich. Ich muss überhaupt gar nicht seriös sein. Ich will kein Normschnitzel sein, das läuft wie alle anderen. Und ich muss das auch nicht. Und da ich das nicht tue, erfahre ich außerdem noch seit Jahren, dass man dass man das nicht nur nicht muss und dass man das anders machen kann, sondern nur andersrum viel, viel geiler ist. Ich fühle mich gerade voll wohl als der Penner mit meinem ungekämmten Haar. Ich kann das nochmal auffrischen hier gerade. Dangerous person. Ach, ich sehe schon wieder viel zu gepflegt aus, Mann. Ach, so, viel besser. Ja, so gefällt mir das. Ja, ist schön so. Ja. Ich tue, was ich kann. Das gehört für mich dazu auch einfach so. Ich sehe da halt an meiner Videobeschreibung Obdachlosen TV sehen, da kann ich mich hier nicht mit Schlips und Krawatte hinsetzen. Schlips und Krawatte. Ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja, und so bleibe ich gerade mal einfach stur auf Sendung und mache hier gerade nichts anderes als laut denken. Weil ich der Überzeugung bin, dass genau das das ist, was der Gesellschaft fehlt. Die Fähigkeit, laut zu denken. Und die fehlt uns, weil wir uns einfach nur gegenseitig ständig wegen unterschiedlicher Meinungen gegenseitig angreifen. Wenn wir damit aufhören, könnten wir uns den Raum schaffen, frei zu denken. Offen, frei. Also ich meine frei, jederzeit laut das denken zu können, was wir auch denken. Manche Gedanken ganz bewusst manchmal lieber für sich zu behalten, weil du genau weißt, wir sind noch nicht so weit. Und wenn du den jetzt aussprichst, dann hast du wieder, lass es einfach sein. Ist auch gut. Ja, so gefallen mir meine Haare. Das ist mal Scheck. Haarspray habe ich keins, aber das wäre mal was, was ich mir gerne fixieren würde. Kommen wir rauchen noch ein. Ach ja, mir gefällt das gerade. Einfach. Ja, Harald, Normschnitzel ist gut. Was denkst du denn, was Schulen aus Menschen machen? Norms. Normale Leute. Ich will nicht normal sein. Im Leben nicht. Das ist noch nie mein Bestreben gewesen. Das langweiligste Ziel, das ich jemals vor die Nase bekommen habe, war normal zu sein. Mann, ist das ein Blödsinn. Wer will denn so sein wie alle anderen? Wer hat sich das denn von irgendwem einreden lassen, dass es erstrebenswert sei, zu sein wie alle anderen, wenn als Alternative da steht, sich frei zu entwickeln und sein Potenzial zu entfalten? Wer will denn da normal sein? Aber das wirst du nicht gefragt, bevor du in die Schule gestopft wirst. Aus dem Leben rausgerissen wirst, um dich in der Schule aufs Leben vorzubereiten. Ja, genau. Nicht mehr machen kannst, was dich interessiert, worin du dann automatisch besser wirst und eine richtige Koryphäe irgendwann, sondern, naja, Allgemeinwissen eingetrichtert bekommst, damit du vielleicht, wenn du Glück hast, mal irgendwann beim Herrn Jauch eine Million gewinnen kannst. Bin ich froh, dass mein Allgemeinwissen so wunderschön wirklich wieder Raum gemacht hat für Nützliches auf meiner Festplatte, vor allen Dingen in den RAMs gerade. Da irgendwann sagte Caroline Kebekus in irgendeinem Auftritt, was ist ein It-Girl und wieso weiß ich das, was das ist und welche Kindheitserinnerung fehlt mir an genau der Stelle? Das hat Klick gemacht in meinem Kopf, als ich das gehört habe. Ich habe es mir schenken können, zu googeln, was ein It-Girl ist. Ich weiß es bis heute nicht. Aber ich bin dankbar für diesen Datensatz an genau dieser Stelle in Verbindung mit genau diesem Wort. Danke, Caroline. Das hat mir sehr geholfen, meine Festplatte ein wenig aufzuräumen. Und mal meinen Mülleimer da unten rechts in meinem Screen, also bei mir ist er immer unten, weil ich den auch auf dem Mac immer unten habe, unten rechts der Mülleimer. Wenn mir so ein Gedanke kommt, hier, weg, direkt auch noch draufklicken und endgültig löschen. Das macht das Ganze noch viel besser. Der wird noch ein paar Mal kommen, aber wenn, ne, da sind ja, was ja überall deine Sicherungskopien liegen. Dafür ist ja auch gesorgt worden, als unsere Matrix programmiert haben über uns. Wir machen das immer noch. Nur wenn wir die Matrix so programmieren, wie wir das gezeigt bekommen haben, ohne dabei erklärt zu haben, was wir eigentlich gerade tun, nämlich die Matrix programmieren, unsere eigene Wahrnehmung programmieren. Tja, jetzt sind wir doch dahinter gekommen. Und immer mehr jeden Tag kommen dahinter und verstehen, wovon ich hier fasel. Also die 6, 5, die hier jetzt gerade noch da sind, zumindest zum Teil.
Ich möchte gerade einfach ganz demonstrativ stur mein Ding machen. Und zwar völlig egal, inwiefern das von irgendjemandem anerkannt ist oder nicht. Was ich jetzt nicht brauche. Ich brauche nicht die Erlaubnis anderer. Ich brauche nur darauf zu achten, dass keiner unter dem, was ich mache, wirklich leiden muss. Die meisten leiden auch ausschließlich darunter, dass sie nicht mit dem parat kommen, was ich mache, weil es ihre Welt aus den Fugen hebt. Aber das ist nicht mein Problem. Wenn ihr nicht frei genug denken könnt, um mit Sachen klarzukommen, die andere machen, dann ist das eben tatsächlich eben euer Problem. Ich habe gelernt, genau das Problem zu lösen. Indem mir nämlich mal einfach scheißegal ist, was ihr macht und ich mich darauf konzentriere, was ich mache. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Wenn ich sage, wartet nicht auf die anderen, sondern fangt selber an, die zu sein, die anfangen, das zu machen, was wir für richtig halten, was auch immer das gerade ist. Ciao. Prost, Harald. Ach, weißt du, Harald, das hat nichts mit schlau zu tun, ehrlich gesagt. Ich bin nicht schlauer als andere. Ich war nur irgendwann verzweifelt genug, mutig genug zu sein, Dinge anders anzugehen, als ich das sollte. Das hatte nichts mit. Und dieser Mut ist aus der entsprechenden Verzweiflung geboren. Der Mut war exakt genauso groß wie die Verzweiflung, die ihm zugrunde lag. Aber als ich in der Klapse 30 geworden bin, bin ich auch irgendwie zu mir gekommen. Und habe festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas muss ich im Leben falsch verstanden haben. Und da ich nicht wusste, was das war und mir das auch keiner sagen konnte, so auf die Schnelle, habe ich angefangen, meine Wahrnehmung unter die Lupe zu nehmen. Mein Wissen. Mein Glauben, was ist das überhaupt? Was ist das, wovon wir hier reden, wenn wir von Glauben reden? Heute weiß ich all diese Sachen, da habe ich klare Vorstellungen von und kann das anwenden. Und weiß, wie ich meine Einstellungen daran arbeite und so. Das hat nichts mit schlau oder dumm zu tun. Das hat damit zu tun, ob wir die Denkanstöße bekommen oder nicht. Und die bekommen wir nicht über Mainstream. Und die findet man auch sonst nur sehr selten. Aber weil ich gerade einfach wahnsinnig viel mehr Sinn darin sehe, das hier gerade genau aus dem Grund zur Sprache zu bringen, damit sich diese Denkanstöße verbreiten können. Viel mehr Sinn, als jetzt irgendwo arbeiten zu gehen, damit ich nachher 20 Euro habe, damit ich mir was Neues zu essen und zu trinken kaufen kann. Ich glaube lieber daran, dass ich das gar nicht brauche. Dass ich irgendwo mein Essen und Trinken auch so herbekomme. Und das bin ich gewohnt. Und ich musste bis jetzt noch niemals stehlen dafür. Ich werde nicht verhungern oder verdursten. Ich habe zu viele Freunde, die das nicht zulassen. Die werden es nicht dazu kommen lassen. Und dabei muss mir keiner von denen irgendwann irgendwas geben, was er mir nicht geben will. Die machen das völlig freiwillig. Und gerne. Und teilweise sogar mit Köpfchen. Und erzählen mir irgendwie, ja, du kriegst sowieso noch was von mir. Also, ja, ich so, das erzählst du mir jetzt schon das dritte Mal und gibst mir ein Zwanni. Wenn die Leute nur wüssten, wie sehr die mit ihrer Dankbarkeit dafür sorgen könnten, dass sie nie wieder Geld brauchen. Sie bräuchten überhaupt kein Geld mehr. Und erst recht nicht dafür arbeiten gehen. Und dabei Dinge tun, die uns davon abhalten, das zu tun, was wirklich unserer wahren
nach uns entspricht, unserer Berufung, unseren Talenten, unseren Interessen, den Dingen, die uns wirklich interessieren, die wir wirklich machen wollen. Und dann verzichte ich scheiße verdammt nochmal auf eine bessere Kamera und mach's mit der hier, wenn ich keine andere bekomme. Aber ich gehe nicht arbeiten und erst recht nicht unter gesetzlich normalen vorgeschriebenen Wegen, wo ich dann auch noch, ich weiß nicht, wie viel erstmal abgeben muss, bevor ich auf das zugreifen kann, was ich gerade eigentlich verdient habe und nur noch einen Bruchteil davon habe. Weiß nicht, wie viel öfter noch und länger ich arbeiten gehen muss, um das dann bezahlen zu können, um dann noch ein neues Gerät aus dem Regal beim Mediamarkt zu holen. Ich sehe keinen Sinn darin. Ich sehe das jeden Tag. Jeden Tag sehe ich, wie die Menschen sich zerfleischen. Und ich muss das akzeptieren. Glaubt mir, wenn ich könnte und mit dem Finger schnipsen würde und alle aus der Hypnose erwachen würden, hätte ich das längst getan. Und glaubt mir, ich habe mich damit beschäftigt, wie sowas eventuell gehen könnte. Und trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, glücklich zu sein. Ich möchte mich von diesem ganzen unnötigen Leid nicht weiter davon abhalten lassen, glücklich zu sein. Und deswegen lasse ich mir das halt auch schon seit Jahren einfach nicht mehr nehmen. Die Welt hat nichts davon und Afrika wird es nicht besser gehen, wenn ich hier mit die ganze Zeit nur nölend durch die Gegend laufe. Nach Verantwortlichen und Schuldigen für was weiß ich was für Missverständnisse. Harald, du schreibst, als Musiker brauche ich mein Zeug, das kostet. Ich sag dir, als Musiker brauchst du nichts, was Bobby McLaren nicht auch bei sich gehabt hätte. Du kannst eventuell nicht die Musik machen, die du gerade so machen wolltest. Das kenne ich auch sehr gut. Und der Lasse hat letztes Jahr noch da gesessen und hat wollte Musik an seinem tollen, hatte so ein tolles Studio mit richtig teurer Hardware. Das ist ihm jetzt alles bei dem Unwetter alles kaputt. Das ist alles weg. Aber da saß er noch da und da funktionierte seine Hardware aus anderen Gründen nicht. Und dann hat er sich die Gitarre genommen und einen Frustsong darüber genommen, dass er jetzt keine Musik machen kann, weil sein Computer nicht funktioniert. Ich habe es zum Glück auf Kamera aufgenommen. Bloß damit ich ihm zeigen konnte, der hat das geglaubt, was er da gerade. Der sitzt mit der Gitarre dann frustriert da und fängt an, ein Lied zu singen, zu freestylen. Indem er seinen Frust darüber, also, und er hat die Ironie in dem Moment überhaupt nicht, ich sag, und dann lachte ich so, was ist jetzt so lustig? Und ich sag, Alter, du machst gerade die geilste Musik, die man machen kann, so. Und er so, ja, genau. Stimmt. Du brauchst das, was du brauchst. Was du dir einredest, was du brauchst. Von allem, was du brauchst, minimierst du einfach nur deine Sichtweisen. Wenn du guckst, was du hast, wirst du so viele Möglichkeiten finden, Musik zu machen. Brauchen tust du Sachen immer nur für was Bestimmtes. Fang an zu freestylen. Dann ist alles, was du machst, Musik. Und dann gibt es den Zustand von Stille nur noch an sehr geringen Orten, weil dann sitzt du selbst in einem
in einem absolut schalldichten Raum und hast trotzdem mal Musik in dir. Verstehst du? Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Wenn ich einen Song aufnehmen will, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ich ein Aufnahmegerät habe. Ja. Ich möchte einfach irgendwie nicht, ich möchte nicht aufgeben. Ich möchte nicht aufgeben, daran zu glauben, dass wir aus diesem, aus dem, was wir hier haben, immer noch, das ist immer noch was, woraus wir was machen können. Wir sollten nur langsam mal davon anfangen, weil sonst ist nicht mehr lange was davon übrig. Und je mehr wir uns in diese Spaltung reinhetzen lassen, desto mehr geht uns die Möglichkeit verloren, da was draus zu machen, was noch da ist. Haran, es geht nicht darum, dass ich Geld scheiße finde. Ich finde scheiße, dass so viele Leute nicht wissen, wie sie ohne parat kommen. Und ich kenne verdammt viele, die einfach zu wenig haben. Und zwar viel zu wenig. Und ich kenne welche, die viel zu wenig haben, egal wie viel die auf dem Konto haben. Ich kenne Leute, die haben Millionen auf dem Konto und haben immer noch zu wenig. Und andere haben nur 3 € in der Tasche und machen sich trotzdem keine Sorgen, weil sie sagen, ich habe nur 3 € in der Tasche. Ich habe es vorgezogen, mir das Kopie, das Verhalten der Letzteren abzukopieren. Und das in meine Gewohnheiten einfließen zu lassen. Es geht nicht darum, dass ich ein Problem mit Geld habe. Ich habe kein Problem mit Geld. Vor allen Dingen, seitdem ich herausgefunden habe, wie ich ohne viel besser leben kann. An den Stellen, wo ich keins mehr brauche, geht es mir fantastisch. Da, wo ich welche brauche, da kommt immer wieder Druck auf. Und da besteht auch dann oftmals die Möglichkeit, das wieder zu umgehen, indem man sagt, so kriegen wir auch anders hin. Manchmal kriegst du es nicht anders hin und dann, ja, dann sage ich halt Bescheid, dass ich Hilfe brauche. Und meistens kommt es einfach irgendwo her. Aber dazu muss ich offen den Mund aufmachen können. Das ist was, was ich seit Jahren trainiere. Und es mir scheißegal sein muss, was da wieder irgendwer für einen bescheuerten Spruch zu ablässt. Ich habe das ignorieren gelernt. Die einen bringen blöde Sprüche, die anderen helfen. Kommentarlos. Ich konzentriere mich einfach auf die Letzteren. Tja, Drums ohne Drums. Willst du mich verarschen? Also ich will mir eigentlich schon seit geraumer Zeit nochmal Drumsticks zulegen, damit ich auf diesem riesen fetten Schlagzeug, was ich hier um mich rum habe, mal mit Sticks. Weil, geht auch, aber. Alter. Schlagzeug kannst du dir definitiv selber zusammenbasteln. Und zwar cooler Custom-Schlagzeug kannst du dir auf jeden Fall, kannst du dir nirgendwo kaufen, wenn du so willst. Ich kenne Gitarristen, die keine Gitarre hatten. Haben sich aus einer Holzkiste dann selber was gebaut. Aber die machen Musik damit. Andere haben gar nichts. Die singen einfach a cappella. Um Musik zu machen,
Kennst du den Film Caveman mit Ringo Starr? Das spielt in der Steinzeit so und da erfinden die die Musik. Guck dir mal an, wie. Ja, Monika, da hast du halt eben. Hier, ne, die Frage, was braucht der Mensch wirklich zum Leben? Für den einen ist Luxus eine Badewanne, die anderen brauchen goldene Wasserhähne. Das ist halt eben genau der Punkt. Also, ne, und das ist eben genau die Frage, die sich mal jeder stellen sollte. Was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Weil dieser ganze Prunk, den braucht eigentlich kein Mensch zum Leben. Das brauchen die nur zur Ego-Politur. Nicht zum Leben. Und wenn du dann mal zwischendurch siehst, wie sehr dein Ego dir eigentlich im Weg steht und dir verbaut, glücklich zu sein, weil du solche Sachen für wichtig hältst, weil du denkst, weißt du, das bringt dir auch nur was, wenn du dich so weit verhältst, dass Leute dich auch besuchen wollen, die da den Wasserhähne auch sehen können. Sonst hast du ja nichts davon. Weil. Naja, es sei denn, du hast so gewisse Vorlieben, dir deine Wasserhähne irgendwo hinzustecken und stehst dann drauf, dass sie aus Gold sind oder so. Dann hast du vielleicht auch so noch was davon. Oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Halb fünf haben wir, kurios. Ich kann es eigentlich irgendwie völlig. Ist mir völlig egal heute. Hatte ich heute eigentlich gedacht, ich hätte voll Bock, heute nochmal einen Tag zu zocken. Mich aus diesem Ganzen. Ich fing gestern halt eben schon an, mich wieder darüber fast zu ärgern, dass da jetzt anfangen, Menschen zu erfrieren auf der Straße. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, bevor du dich da jetzt drauf, also morgen gehst du einfach nochmal aufs Boot und haust nochmal ein paar Stunden in Subnautica irgendwelche coole Base zusammen, cooles Machen da. Und dann habe ich aber halt eben. Ja, wie es dann immer so alles anders kommt, also bis auf das Grundding, ne? Ich will spielen. Ich will heute auf jeden Fall spielen. Ich habe keine Lust, mich mit irgendwas rumzuärgern. Und dann habe ich es aber geschafft, das Ärgerthema ins Spiel zu beziehen, es spielerisch zu verarbeiten und sitze gerade hier in der Umsetzung. Ich spiele gerade. Ich spiele noch nicht Subnautica, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber das ist Spielen. Gerade. Ich kann es genau, ich kann es beschwören, also ich kann, wie nennt man das? Ich schwöre, dass ich es wie Spiel wahrnehme. Genauso wie wenn ich jetzt Subnautica spielen würde. So, nur dass ich halt hier in diesem Spiel mir gerade tatsächlich, weil ich noch genug im Inventar habe, noch eine neue Tüte craften kann. Ne? Das geht auch immer wieder weg aus dem Inventar. Das wäre mal geil, wenn die Scheiße im Inventar ständig verfügbar wäre, aber. Das kann man sich auch freischalten, aber nee, eigentlich auch nicht. Also alle diese Varianten von, die sind auch immer nur zeitlich begrenzt. Ja. Aber Hauptsache, man sieht das, was man verfügbar hat. Und auch die Möglichkeiten, eventuell noch was anderes draus zu craften. Weil das, was du hast, das kannst du dann wieder nutzen. Ne? Jetzt gerade konnte ich keine Tüte rauchen, weil ich keine in der Hand hatte, aber ich kann mir eine bauen. Und der verkiffte Penner sein, der ich heute sein will. Nee, ist da heute richtig noch. Das ist heute, heute bin ich das. Also nee, ich bin sowieso immer ich. Egal, welche Rolle ich gerade spiele. Ich spiele die Rolle, nach der mir gerade ist. Aber die halt eben ganz bewusst. Und so, das bin halt ich. Da kann ich mich ausleben. Aber halt auch immer nur innerhalb dieser Rollen. Die geben dem Ganzen dann das Rahmenkonstrukt. Deswegen drückt man auch aus, dass jemand für jemand anderen eine Rolle spielt. Wenn wir jemandem sagen wollen, du bist mir wichtig, das, was du in meinem Leben darstellst, ist nicht einfach nichts wert. Du spielst eine große Rolle in meinem Leben, ist das genau das, was wir tun. Wir spielen in dem Moment Rollen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle verarschen und am besten uns selber. Das ist das, was wir tatsächlich dadurch tun, dass wir das völlig unbewusst machen. Aber wenn du anfängst, deine Rollen wieder bewusst zu spielen, so wie ich das jetzt hier gerade auch mache und ganz
Und das bin gerade. Ich bin gerade, ich mache gerade exakt genau das, was ich auch tun würde, wenn ich nicht bewusst diese Rolle spiele. Dadurch, dass ich sie aber bewusst spiele, kann ich die Rolle unter Kontrolle halten. Ich spiele, also zum einen kann ich mir mittlerweile ganz genau aussuchen. Also ich bin auf jeden Fall gerade der Typ, der die wunderschönen Tüten drehen kann und so, ne? So. Tütencrafter. Das Geile ist, kein Schwein von euch weiß, ob ich da gerade wirklich was reingetan habe. Ich kann das auch gerade einfach, naja. Ich habe vor 2 Tagen gesagt, dass ich nichts mehr habe. Wer gut aufgepasst hat. Also es ist tatsächlich gerade schwer zu sagen, ob ich hier meine Bewährungsauflage breche oder nicht. Aber es spielt keine Rolle. Ich spiele eine Rolle. Das Ding ist, dass es für mein Unterbewusstsein halt eben überhaupt gar keine Rolle spielt, ob ich eine Rolle bewusst spiele oder nicht. Deswegen kann ich mir tatsächlich zwischendurch Sachen sehr cool einreden. Bis hin zur physischen Wirkung. Das konnte ich früher mein ganzes Leben schon auch. Jeder Hypochonder kann das. Er redet sich so lange krank, bis er krank ist. Und es gibt Leute, die das ganz gezielt einsetzen können und ganz genau wissen, wie es geht. Und so ein paar von denen haben sogar herausgefunden, wie das im Umkehrschluss funktioniert, sich gesund zu machen, gesund zu reden, wenn du dich vorher krank geredet hast. Wenn du dich immer weiter krank redest, dann wirst du am Ende daran krepieren. Aber wenn du dasselbe Verfahren in die andere Richtung nutzt und dich gesund redest, brauchst du 10 Jahre keine Krankenkassen bezahlt zu haben, lebst immer noch gesund. Dabei lebe ich gar nicht gesund. Ich habe überhaupt gar nicht den Anspruch, irgendwie gesund zu leben. Ich bin gesund. Was ein relativer Begriff ist, weil wenn ich mir jetzt den Finger schneide, dann bin ich ja auch schon wieder verletzt, ja. Aber trotzdem bin ich ja eigentlich gesund, weil ich in der Sekunde, nachdem ich das Messer da durchgezogen habe, fängt mein Körper sofort mit der Heilung an. Ja, also ist, ne? Ja. Aber ich hatte gerade noch einen Gedanken und der ist so, habe ich noch durch die Tür noch wieder abhauen sehen. Noch nicht. Er kommt schon noch wieder. Wenn ich eins über Gedanken gelernt habe, dass ich auch wirklich seit Jahren keinen Notizzettel mehr brauche oder sowas, ist, dass sie immer wieder kommen. Ist egal, ob du gerade einen Faden verloren hast, der kommt schon wieder. Ob du willst oder nicht. Ich habe 2004 das letzte Mal nachts vorm Schlafengehen einen coolen Gedanken gehabt und bin dann extra nochmal aufgestanden, um mir den zu notieren, weil ich meinem Erinnerungsvermögen nicht ausreichend getraut habe, es am nächsten Morgen wieder aufgreifen zu können. 2004. Nee, 5. 2005 habe ich das letzte Mal gemacht. Und habe dabei schon so empfunden, so dieses Misstrauen in mein eigenes Erinnerungsvermögen mitbekommen, bewusst mitbekommen in dem Moment. Und dann halt auch direkt so Gedanken, die dann dazu kamen, so dass das nicht gerade dienlich ist, so zu denken. So wenig Vertrauen in sich selber und sein eigenes Erinnerungsvermögen zu haben.
Und dann habe ich es drauf ankommen lassen. Habe mir gedacht, Mensch, wie viele gute Ideen sind schon gestorben, da kommt es auf die jetzt auch nicht an. Und ich kann sagen, dass ich nicht eine einzige Idee vorm Schlafen seitdem gehabt hätte, die ich dann nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder auf den Tisch gekriegt hätte. Keine einzige. Dafür habe ich schon Notizbücher verloren und war danach total aufgeschmissen. Ja. Was haltet ihr davon? Wollen wir das nicht machen? Ihr sitzt da alle vor den Rechnern und guckt mir zu. Habt ihr nicht Lust, auch in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mehr, weil es kalt ist, mehr drinnen sitzen, unsere Zeit vorm Rechner zu nutzen, um die Webcams anzumachen und das große Murmeln zu erleben? Also wir für uns, die wir es machen, erleben es halt in dem Moment. Das ist das Geile, aber vielleicht bekommen wir ja, indem wir dann da noch so ein bisschen darin darauf rumreiten, andere Leute dazu inspiriert, mitzumachen. Und dann würden wir die Medienzensur brechen. Dann würden wir diese Informationen tatsächlich trotz Medienzensur an die Leute bekommen. Das ist was, was ich 2008 Stefan Raab schon vorgeschlagen und angeboten habe, in einer seiner Live-Sendungen zu machen. Wir hätten an dem Tag, hätten wir Geschichte schreiben können. Hier. Bong, sagt das Universum. Stattdessen hat er mich 6 Stunden in Wegsperrhaft schließen lassen, damit er in Ruhe seine Sendung machen kann, weil er Angst hatten, ich würde den Sender stürmen. Das ist ein Schwachsinn. Ich weiß nicht. Also ich bin da schon seit Jahren dran. Aber ich hätte, deswegen mache ich es heute einfach mal so als Werbung auch dafür. Und weil ich, wie gesagt, auch einfach Bock drauf habe. Einfach mal unsere Webcams anzumachen und unser eigenes Programm zu bringen. Und einfach unsere Gedanken laut auszusprechen, egal wie die gerade jemand anders findet. Und darauf einfach mal auch darauf hinzuweisen, dass es vielleicht sinnvoll ist, Gedanken, die gerade eine andere Meinung widerspiegeln als unsere, vielleicht trotzdem einfach mal unangegriffen da stehen zu lassen, sich nicht daran zu stoßen, sondern die Webcam anzumachen, seine eigenen Gedanken zu offen auszusprechen. Weil die braucht man, von denen braucht man sich dann auch wirklich nicht abhalten zu lassen. Die sich dann selber gar nicht erst trauen, die Webcam anzumachen, von denen braucht man sich nichts darüber sagen zu lassen, wie es ist, wenn man eine Webcam gerade angemacht hat und angefangen hat, vor der ganzen Welt laut zu denken. Der Nebeneffekt, den man dadurch hat, ist nämlich tatsächlich, dass man vor der ganzen Welt lernt, zu sich und seiner momentanen Sichtweise zu stehen. Mit der Option, die morgen vollständig geändert zu haben. Was passiert, wenn man Dinge sich ganzheitlich anfängt anzugucken? Da sieht man auf einmal die schwarzen und die weißen Sachen, aber halt eben nicht mehr nur noch entweder oder. Und man weiß, wie das zusammenhängt und wie sich das weiße Extrem im Kern den Kern des anderen enthält. Ach, es ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist einfach Zeit, dass wir, weißt du, es gibt so wahnsinnig viele Ideen gerade in Richtung besserer Welt und die größer werden, die werden dann immer die ganze Zeit direkt wieder runtergemacht von, ja, das ist von den Rechten inszeniert und lasst euch doch mal scheißegal sein, wer irgendwas inszeniert hat. Lasst euch doch mal viel wichtiger sein, warum ihr aus irgendwelchen Gründen bei irgendwas dabei seid. Und lasst mal für euch interessant sein, was für Möglichkeiten ihr eigentlich habt. Und fangt an, die zu nutzen, statt euch von anderen Leuten, was die machen, davon abzuhalten, das zu tun, was ihr eigentlich tun könntet. Und wir brauchen nicht auf die Straße zu gehen. Wir müssen nicht unbedingt gelbe Westen tragen. Ich müsste gerade eine kaufen. Das ist der Grund, warum ich gerade keine gelbe Weste habe. Weil ich eine kaufen müsste.
Wenn mir einer gebraucht eine gibt, trage ich die sofort, kein Problem. Aber bis jetzt ist das halt noch nicht passiert. Ich habe kein Problem mit den gelben Westen. Ich habe vor einer Woche ein Video dazu gemacht, wie ich sehe, wie man das mit den gelben Westen definitiv in was Positives umwandeln kann. Egal, welcher negative Heinz Wurst das eventuell installiert hat. Stattdessen werde ich angegriffen von Gelbwesten-Sympathisanten, weil ich es nicht nach ihrer Weise mitspiele und mich da jetzt dann mit der Polizei anlegen gehe. Da kann ich nur so machen, ne? Schulter zucken, lockern. Ach, scheißegal sein lassen, was andere so machen. Konzentrier dich auf dich. Hier so. Auf dich konzentrieren, scheißegal sein lassen, was die anderen machen. Mit der Schulter zucken, egal sein lassen. So, und jetzt mach ich mein Ding. So stehe ich morgens auf. Nee, das stimmt gar nicht. So in der Art. Ja. Was haben wir denn hier noch so? Ich hier lächeln. Ich soll lächeln. Monika schreibt, ja, dieses Mimimi habe ich heute zu meiner Mama gesagt. Manche Menschen jammern auf einem hohen Niveau. Ja, das ist auch richtig so. Das passiert halt, ne? Wenn man was ständig macht, wird man da richtig gut drin. Nun weiß ich jetzt nicht, ob es Sinn macht, richtig gut darin zu sein, rumzunölen. Aber da kann sich meinetwegen auch jeder selber aussuchen. Ich sitze dann wieder so da. Ist halt so. Ist so. Ja, da kannst du nichts dran machen. Die Leute denken, wie sie denken. Du kannst es nicht ändern. Weil eben jeder von uns selber entscheidet, was er denken will. Natürlich nicht bewusst. Natürlich ist kaum einer so wie ich intensiv mittlerweile dann halt daran sitze, weil ich mich da aber einfach nur nicht, weil ich super toll wäre oder übermenschliche Fähigkeiten hätte, sondern weil ich mich da einfach eine Weile für interessiert habe und deswegen entsprechende Sachen gelernt habe, die ich jetzt auch gerne weitergeben kann, aber auch immer wieder nur die Anleitung, wenn du das so und so machst, dann kannst du was erleben, was du dann. Aber das wird dein eigenes Erlebnis sein, was du genau und wie erlebst. Das kann ich dir leider nicht voraussagen. Aber mach's mal und erlebe es. Und dann kommst du zu mir und dann sitzen wir beide grinsend da. Das ist ja auch was, was ich mir oft habe sagen lassen. Ich habe auch so viele Ratschläge in meinem Leben, egal. Und teilweise kamen die von Trollen. War mir scheißegal. Auch meinen Trollen habe ich teilweise richtig gute Ideen abgewinnen können. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Und einfach mal geguckt, was passiert. Das ist Tantra. Das ist tantrisches Leben. Ein Leben ohne Hintergedanken. Ein Leben, in dem du nicht irgendwas tust, um etwas damit zu bewirken, sondern um rauszufinden, was dann passiert. Wie in einem Spiel. Weil es Spaß macht. Und wenn du aufhörst, irgendwelche Sachen als schlimm zu definieren, dann passiert rein der Logik entsprechend in deinem Kopf etwas ganz Wunderbares. Du hörst auf, Dinge als schlimm zu interpretieren, folglich passiert dir nichts Schlimmes mehr. Das macht einen Haufen mit dir. Das sind auch Sachen, die mir mal irgendwann jemand gesagt hat. Ich habe es einfach mal ausprobiert und kann das heute genauso einfach weitergeben. Und weiß, warum ich das tue, warum ich das richtig gerne tue, weil ich da richtig was von hatte und immer noch habe.
Manchmal ist das so schön, einfach für sich selber gewisse Sachen geklärt und geregelt zu haben. Die früher sehr viel Unruhe im eigenen Leben bedeutet haben. Nicht wahr? Das dürfte jeder von uns kennen. Jeder von uns dürfte irgendwelche Probleme in seinem Leben gehabt haben, die er zu lösen in der Lage war. Es liegt ausschließlich an unserem Mangel an Selbstvertrauen, dass wir davon ausgehen, dass unsere Probleme, die wir jetzt im Moment haben, eventuell überfordern könnten. Warum? Wieso denn? Wir haben bis jetzt jedes über, wir haben alles überlebt, wenn wir gerade in dieser Form darüber nachdenken können. Dann sind wir ja noch hier, sonst könnten wir ja gerade nicht darüber reden. Also sind wir bis hier auf jeden Fall alle Gewinner. Und die beschissenste Leben haben, sind eigentlich die stärksten sind, die am stolzesten auf sich sein können. Aber warum sind sie das nicht? Die denken, sie haben ihr Leben verkackt. Nein, ihr habt das Leben nicht verkackt. Ihr habt es unter schwierigsten Umständen gemeistert bis hier, wenn ihr diese Worte hören könnt. Es gibt halt Leute, die spielen das Leben auf einfach. Und es gibt Leute, die spielen das auf super Hardcore. Die wissen warum. Weil die Erfahrungspunkte, die du in super Hardcore sammeln kannst, nochmal ganz andere sind als die, die du auf einfach spielen kannst. Und es gibt Leute, die sich erinnern, dass wir eigentlich ausschließlich der Erfahrung wegen hier sind. Dass das ist, worauf wir wirklich aus sind als Seele. Dass das Seelenfutter ist. Erfahrung. Nicht unbedingt Seelen, Balsam. Manche Erfahrung ist eher eine bittere Medizin. Aber die gehören immer auch dazu. Und nichts davon ist wirklich schlimm. Wenn man nichts schlimm deutet. Und für den einen ist was total Lapidares schlimm und für den anderen was total Extremes. Und dann redest du mit denselben Leuten über ein anderes Thema und dann ist auf einmal, da ist der voll die Pussy und der sagt so, ja und? Wir haben alle so wahnsinnig viel zu tun. Wir sind alle mit so wahnsinnig wichtigen Dingen beschäftigt. Wir müssen alle unseren Job machen. Wir sind alle so wahnsinnig beschäftigt. Und deswegen hat kaum leider einer Zeit, an sowas hier teilzunehmen. An Friedensgesprächen. Und ich würde gerne einfach wahnsinnig viel, ein größeres Angebot an Friedensgesprächen zur Verfügung stellen für den Internet-User, der daran am Thema interessiert ist. Das wäre voll cool. Freue ich mich, wenn andere mitmachen und auch solche zur Verfügung stellen. Aber ich werde mich nicht davon abhängig machen, ob andere das machen. Ich mache das sowieso seit Jahren. Aber jetzt, wo ich gerne auch noch mal irgendwie anders. Ich mache dasselbe wie immer, aber ich probiere auch gewisse Sachen einfach zwischendurch mal anders aus. Wenn du immer mit derselben Strategie fährst und dann immer an die Wand, dann ist vielleicht ein Strategiewechsel mal sinnvoll. Und manchmal ist ein Strategiewechsel sinnvoll, ohne dass du an die Wand fährst. Manchmal merkst du einfach, dass du durch einen gewissen Strategiewechsel einfach viel besser nach vorn kommst. Wenn du zum Beispiel zu viel läufst, dann bist du ganz kaputt und dann kommst du auch nicht los. Also ich bin manchmal, bin ich im Gehen schneller, vor allen Dingen, wenn es darum geht, auf Dauer, als so mancher, der läuft.
Letztens noch, ich bin halt gegangen, ein Freund ist gelaufen und ich war trotzdem schneller da, weil er vorher noch ins Krankenhaus musste, weil er sich auf die Fresse gebracht hat. War viel, viel, viel früher da als er. Ich möchte über den Frieden reden. Ich habe auch gar keine Lust mehr, irgendwie was anderes. Ich habe keine Lust mehr, mich mit was anderem zu beschäftigen gerade. Ich möchte gerade mich mit gar nichts anderem mehr beschäftigen, als dass wir erstmal Ruhe auf diesem Planeten bekommen und dann können wir alles machen, was wir wollen. Aber wenn wir bis dahin weiter, wenn wir weiterhin tun, was wir sollen, wird es nie dazu kommen. Und da die, die eigentlich dafür verantwortlich sich gezeichnet haben, dafür zu sorgen, dass wir in Frieden leben können, die haben offensichtlich überhaupt gar kein Interesse daran, weil die viel zu viel Geld damit verdienen, Waffen an beide Seiten oder sämtliche Seiten zu verkaufen und für die Krieg ein sehr, sehr profitables Geschäft ist. Die werden das nicht machen für uns. Unsere Politiker werden definitiv nicht für Frieden sorgen. Die haben ja gar kein Interesse dran. Sonst gäbe es Frieden. Wäre ein einfaches für die, einfach Frieden zu machen. Man müsste sich einfach auf internationaler Basis vertragen. Das werden die nicht tun. Das sind die, die uns auf internationaler Basis spalten. Und wir sind die, die es mit uns machen lassen. Oder eben nicht. Indem wir diesen ganzen Quatsch mal in den Rücken drehen und uns explizit mit unseren Möglichkeiten beschäftigen. Was können wir eigentlich noch tun? Und das Internet spuckt schon so wahnsinnig viel aus, mit dem man anfangen kann, sich zu interessieren, wenn man nicht mehr, wenn man muss einfach mal das Wort alternativ eingeben. Das reicht schon. Wahrscheinlich. Da wird man schon einiges finden, was man vorher nicht kannte. Und das gibt einem Möglichkeiten. Das gibt einem Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte, die man einfach nicht hatte, weil man sie nicht kannte, die man immer schon hatte, die man immer schon hätte umsetzen können. Aber um was umsetzen zu können, muss man da erstmal von wissen. Da aber diese ganzen Denkanstöße zu diesen Themen und zu diesen Möglichkeiten halt eben nach wie vor einfach sehr gedrückt werden. Sie werden nicht nur im Mainstream kategorisch ausgeblendet, sondern es werden auch noch die denunziert vom Mainstream, die von den Möglichkeiten und den Alternativen erzählen. Aber uns muss egal sein, was die sagen. Wir müssen selber einfach anfangen, uns zu fragen, wofür wir uns einfach interessieren, womit wir 24 Stunden unseres Tages verbringen. So, man kann auch immer noch weiter arbeiten gehen, wenn man das nicht sein lassen möchte, aber trotzdem dann da auch Frieden, sich mit Frieden beschäftigen. Einfach nur mit Frieden beschäftigen reicht schon, um den Fokus darauf zu lenken und ihn größer werden zu lassen. Das können wir überall, wo wir sind. Das können wir auf dem Arbeitsplatz, das können wir auf der Straße, das können wir im Internet, das können wir, wo wir sind. Wir können einfach Frieden sein. Dadurch werden wir automatisch selber friedlicher. Wir können uns ein gutes Stück Frieden zu Weihnachten schenken, alle dieses Jahr, und nicht nur gegenseitig, sondern uns selbst, indem wir uns einfach für den Frieden interessieren und ihn nicht einfach zu einer Utopie machen oder sonst irgendwas, sondern einfach wirklich mal damit beschäftigen, was das überhaupt ist, was das für ein Zustand ist, den wir eigentlich alle kennen. In dem Moment, wo wir nichts hinterherhechten und uns nicht gegen irgendjemanden aufhalten lassen, kennen wir den Zustand. Das ist keine Utopie. Das ist nur etwas, was wir unter den Umständen, die wir dulden, halt einfach so gut wie unmöglich gemacht wird, irgendwie zwischendurch mal bewusst zu empfinden und erst recht als eine Grundstimmung des Tages, ein Fundament, auf dem mein Alltag oder mein Tag sich aufbaut.
Ruhe, Frieden in mir. Solange der gewahrt ist, kann kommen, was will. Von mir aus. Und es ist mir egal, wie es da draußen ist. Ich will friedlich sein. Ich möchte nicht nur friedlich sein. Das bin ich. Ich habe keine Lust zu streiten. Das ist überhaupt nicht ich. Es macht mir überhaupt keinen Spaß, mich mit irgendwem zu streiten. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und es hat es ehrlich gesagt auch noch nie getan. Es hat mir Genugtuung gebracht mitunter. Aber oftmals mehr Leid als sonst was. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Espera un momento. Ich habe mir das doch auf. Ich habe dich da nicht nach. Ich wollte, ach, guck mal. Ja, hier. Einladung zu einem Experiment. Frag mal die Leute um dich herum zweimal dieselbe Frage, aber jeweils in anderer Formulierung und schau, was passiert. Erste Frage. Wer will Frieden? Und gucken, wie viele Hände sich heben. Selbe Frage nochmal in einer anderen Formulierung. Wer ist bereit für den Frieden, Gegnern, Obrigkeiten, Beschuldigungen, Schulen, Schulden, Religionen, Länder, Staaten, Angehörigkeiten zu irgendwelchen Gruppierungen, Gewalt gegeneinander, Besitz, Hascherei, also allem, was uns den Frieden nimmt, abzuschwören und sich auf ein Miteinander unter allen Bewohnern dieses Planeten einzulassen. Gucken, wie viele Hände sich heben. Mach das Experiment mal, wenn du in einem Raum mit 100 Leuten stehst auf einer Bühne. Guck mal, guck mal. Aber dafür brauchst du nicht ein Redner vor einer Bühne zu sein. Frag mal einfach um dich rum. Guck mal. Ja, wollen alle Frieden, aber ihre Komfortzone für den Frieden zu verlassen, ja, da stößt aber sehr, sehr schnell auf Granit. Und das liegt nicht daran, weil die Leute wirklich das gegeneinander wollen, sondern weil sie es einfach nur gewohnt sind und sich gar nicht vorstellen können, dass es eine Welt tatsächlich ohne gibt. Aber damit muss man leben als jemand, der eine schönere Welt haben will. Dass es auch andere Leute gibt, die die Welt nun mal einfach lieber kaputt machen. Und dann alle sagen, wir wollen Frieden. Ja, aber ich will trotzdem bei McDonald's essen gehen. Und ich will trotzdem mein Ikea-Regal da kaufen können. Und ich will trotzdem, dass meine Kinder auf jeden Fall in die Schule gehen. Und ich werde auf jeden Fall Steuern weiter bezahlen. Ja, das sind alles Sachen, die den Frieden unmöglich machen. Dann brauchst du nicht zu erzählen, du willst Frieden. Dann sei wenigstens so ehrlich. Und zeig nicht die Hand, wenn jemand sagt, wollen wir Frieden machen. Weil das ist unfair. Der glaubt dann, und das musste ich echt erstmal lernen, dass all die, die nach Frieden schreien, zwar danach schreien, aber nichts dafür tun. Dass sie gar kein Interesse daran haben, tatsächlich. Dass sie sich immer noch lieber jede Gelegenheit nutzen, sich zu streiten, anderen Vorwürfe zu machen, sich gegenseitig zu beschuldigen, die Fresse einzuschlagen und zu erschießen, als einfach genau mit diesen Dingen aufzuhören. Sie folgen immer noch lieber Regierungen, die uns in Kriege stürzen, und zwar nicht nur übernational, sondern halt die. Ist euch mal aufgefallen, euch Deutschen, dass eure Familien, ihr hattet auch mal Großfamilien. Das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es bei euch auch noch 3 Generationen Haushalte, bis 4 Generationen Haushalte und 5, wo Uroma noch mit dabei war. Warum gibt es das in eurem Land nicht mehr?
weil ihr so gespalten und zerstritten seid, dass alleinerziehende Mama heute, also ist ja fast eher der Regelfall als dass da noch Einzelfälle wären. Das hat Gründe. Das passiert nicht einfach so. Das ist nicht einfach so so. Das ist, weil Deutschland sich hat spalten lassen wie eine Scheibe Autoglas. Was man tatsächlich nutzen kann, um zu erkennen, was für ein Schwachsinn Staaten sowieso sind. Die spalten uns, wo sie nur können. Die teilen uns ein und wir machen mit. Wir sind das, nicht die. Die spalten, aber wir lassen uns spalten. Wir lassen uns einteilen in Männer und Frauen. Das ist schon mal ganz Granate, super geil. Dabei wird alles andere vergessen. Es gibt noch andere Geschlechter. Für den einen oder anderen, der das noch nicht mitbekommen habe, das sind nicht einfach nur irgendwelche Mutantenwesen, die zweigeschlechtlich rumlaufen oder sonst was. Das wird einfach durch dieses Mann-Frau-Prinzip völlig ignoriert. Diese Menschen fallen aus dem Raster. Die sind irgendwie pervers, anormal. Wow, dafür sind halt aber verdammt viele. Und bloß weil die auch diesem komischen Muss, diesem Mann-Frau-Muster folgen, duales Prinzip, was allem anderen völligen Raum nimmt zur Existenz, dann halt dann auch noch mitspielen und sagen, ja, ich bin Mann oder Frau und dann halt irgendwann mal so, ich bin beides. Und das sind ja die Einzelfälle, die dazu stehen. Ich habe etliche Leute kennengelernt, wo ich mich gewundert hatte, was die zwischen den Beinen hatte, weil ich eigentlich mit was anderem gerechnet habe. Ohne dabei irgendeine sexuelle, komische, blöde Situation erlebt zu haben. Die spalten uns über die Staaten. Wir lassen uns, indem wir sagen, wir sind Deutsche, spalten wir uns von allem anderen als Ausländer ab. Da bin ich lieber Bruder und Erdling. Und zwar nicht nur der Menschen, sondern allem, was hier kreucht und fleucht. Einfach, weil es das in mir schöner anfühlt. Weil die Option hatte ich dann irgendwann. Fühle ich mich als Teil des Ganzen oder fühle ich mich als Mann, als deutschen Mann, der eine Schreinerausbildung gemacht hat, ein Schreiner ist. Zum Glück habe ich das selber nie geglaubt. Zum Glück war das auch schnell genug so, dass ein Arzt mir gesagt hat, dass Schreiner nicht mehr arbeiten kann, weil ich meine Knochen schon kaputt geranzt hatte. In ungefähr der gleichen Zeit, in der ich das Handwerk erlernt hatte. Ich möchte über diese Dinge sprechen. Ich habe keine Lust gerade mehr, über irgendetwas anderes zu sprechen. Ich habe keine Lust mehr, in Frage zu stellen, ob die gelben Westen eine gute Idee sind oder eine schlechte. Ich habe keine Lust mehr, über irgendetwas mich gerade zu unterhalten, bis auf, wie wir hier erstmal eine Möglichkeit bekommen, auf die wir uns überhaupt erstmal alle unterhalten können. Und wieder freien Zugang zueinander bekommen. Mir ist gerade einfach nichts wichtiger. Mir ist nichts ansatzweise ist mir nichts wichtiger, als erstmal dafür zu sorgen, dass Ruhe ist. Und das ist schon seit 15 Jahren so. Und das ist so, dass ich meine Geliebten gehen lassen musste von mir oder selber weitergehen musste, weil das für mich wichtiger war als alles andere. Alle sämtlichen kleinen Befindlichkeiten, die mir zwischendurch über den Weg gelaufen sind, vor allen Dingen meine eigenen, habe ich ignorieren gelernt. Solange ich die Wahl hatte und sie mir bewusst war, war mir klar, erstmal für Ruhe sorgen. Und dann können wir auf einem ganz anderen Level genießen. Aber wenn ich jetzt bei dir bleibe, kann ich da nicht weitermachen. Ich habe viel geopfert auf meinem Weg, das könnt ihr mir glauben. Verdammt viel.
Aber ich weine davon nichts hinterher. Ich weiß, dass es genau richtig war und dass es das auch wert war. Jedes einzelne dieser Opfer. Mach mal gerade Licht an. Hier wird es langsam dunkel, ah? Ah, ist das schön, wenn man Strom hat. Aha. Voll toll. Also ich würde auch eigentlich sehr gerne nachher mal warm duschen. Aber das geht hier jetzt auch nicht mehr. Selbsttasche. So. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Ist jemand dabei? Hat jemand Lust, 2020 so umzusetzen, dass wir wirklich jetzt anfangen, die nächsten Wochen mal ein bisschen mehr live zu streamen? Und nicht nur hier der Bauch jetzt da online geht und dann eine. Der Bauch, weißt du, ich habe lieber 5 Zuschauer als 50 und dafür 5 Leute von euch, die selber online gehen. Da habe ich viel, viel mehr davon gewonnen, jetzt hier gerade schon seit 3 Stunden live über diese Dinge zu reden. Als wenn ich da irgendwie jetzt auf. Mir geht es nicht auf Klicks auf meine Videos. Mir geht es überhaupt gar nicht um Klicks auf meine Videos. Mir ist das scheißegal, wie viele hier Leute gerade zugucken. Mich interessiert nur, wer ist mit dabei. Wer hat Lust mitzumachen? Wer hat Lust, auch gerade einfach mal was dafür zu tun, damit wir den Status quo ändern können? So, und das wird sich zeigen. Da braucht sich gerade noch nicht mal einer zu melden oder so. Ich sehe das dann jetzt in der Folge. Und wenn ich merke, dass es keinen interessiert und auch so und so und das wieder so, dann akzeptiere ich das nicht. Dann kann ich immer noch Subnautica sagen. Das hat, ne, das meinte ich eben mit, ich spiele hier gerade. Ich spiele ein Spiel. Und das ist definitiv eher so ein Teamspiel. Und das ist dann halt immer doof, wenn du Teamspiele alleine zockst, weil da kriegst du ja die Aufgaben normalerweise gar nicht bewältigt, die halt für Teams ausgelegt sind. Also spiele ich dann in dem Moment nicht, bis halt auf dem Server ein paar Mitspieler sind, die Bock haben mitzumachen. Dann kann ich mir das ja wieder überlegen. Aber ich werde mich jetzt definitiv, das weiß ich jetzt, ich kann mich diesem hier jetzt widmen, ohne dass das frustrierend wird, weil ich das nicht für euch mache, weil ich das nicht mache, um irgendwas damit zu bezwecken, sondern weil es sich gerade einfach richtig anfühlt. Ja, und ich habe sowieso Bock mit der Nat zusammen. Demnächst kann ich schon mal ein bisschen Werbung machen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie wir das vorhaben, aber ich denke mal schon. Ich möchte mit der Nat zusammen ein Ark-Let's Play machen. Und zwar nur mit der Nat im Moment erstmal und das dann auch streamen. Weil die Nat auch eine ist, mit der ich einfach wunderschöne Gespräche führen kann, die sehr inspirierend sind und wir das Ganze dann halt eben in, naja, wir laufen dann halt in Ark rum, machen unser Ding und halten unseren Plausch. Also da gibt es sogar noch jetzt wieder einfach eine Variante dazu, sich einfach so vor die Kamera zu setzen. Also da geht's auch schon, wird schon breit gefächerter, das Angebot auch an Verpackungen, wie wir unsere Friedensgespräche führen können. Aber ich glaube, das Wort kristallisiert sich gerade immer mehr raus. Wir sollten mehr Friedensgespräche führen. Das funktioniert nicht, indem wir über Missstände und vermeintliche Verantwortliche, sondern über Frieden und uns reden. Unsere Möglichkeiten. Und uns ebenseitig einfach dazu inspirieren, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Also die Möglichkeit, hier live zu gehen und einfach schon mal anfangen, klar und offen zu denken und laut. Das ist ein wesentlicher Teil des Wandels. Weil nur so kommen wir aus unserem Kleingeist raus. Das heißt, das ist was, was zwangsläufig irgendwann passieren muss. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und wir werden es alle miterleben. Und ich bin jetzt gerade schon mittendrin. Und jetzt gerade die 7, die zugucken, auch.
Wisst ihr, was mir sehr geholfen hat? Meinen inneren Frieden für mich sehr viel greifbarer zu machen und ihn tatsächlich zu einer Instanz meines Lebens werden zu lassen, einer festen Säule meines Fundaments, und nicht nur so ein Mysterium in meinem Leben, sondern das halt, mir hat das wirklich wahnsinnig geholfen, eine Visualisierung immer wieder zu benutzen. Frieden mit Stille gleichzusetzen, zu beschreiben und mir dabei einen Equalizer, so eine grafische Equalizer-Darstellung vorzuzeigen. Ihr kennt das alle hier mit diesen grünen Bälkchen, die dann bis übers Gelbe ins Rote titschen, so, ne? Und das habe ich mir dann sogar noch als 3D-Ding, weil ich glaube, der Windows Media Player hatte irgendwann mal früher so eine Visualisierung in 3D mit so einem ganzen Feld, wo diese Dinger dann so raufgehen. Und da passiert, da habe ich mein ganzes Leben gesehen. Boah, Wahnsinn. So, boah, da siehst du es passieren. Da ist die Stille, da ist die Ruhe. Dieses schwarze Ding am Boden, das sich zeigt, wenn nichts ist. Wenn kein Ton gerade ausschlägt, seinen Peak erreicht und wieder in die Stille zurückfällt. Glaub mir, dass es nicht sehr lange dauert, wenn du dir das anguckst. Da brauchst du keine Minute für. Guck mal, ob du sowas irgendwo findest, damit du es gesehen hast. Und dann hast du es in deinem Ding, kannst es nutzen. Da kannst du aufdrehen bis zum Anschlag und was weiß ich was hören. Größtes Chaos, die größte Kakophonie, die du irgendwo auftreiben kannst, kannst du dir da, nur um dir ze zu zeigen, wie leicht es für dich ist, den ganzen Krach gerade zu überhören, die ganzen grünen bis rot werdenden Balken zu ignorieren. Und da zu sitzen und dich auf diese schwarze Fläche zu konzentrieren. Das ist Granate. Das machst du ein paar Mal und dann hast du das und dann sitzt du auf einmal im größten Chaos. Und wenn dein Frieden dir wichtig ist, weißt du ganz genau, wo du ihn findest. Du stellst dir einfach deinen Soundtrack gerade mit diesem Equalizer vor, egal was um dich herum gerade passiert. Hörst deine eigene Stimme in dem Moment. Wenn ich an dieses Ding denke, funktioniert das tatsächlich auch. Also wenn ich mir das vorstelle und ich höre meine Stimme, sehe ich diese Wolken da so hochgehen. Und im größten Chaos kann ich da sitzen und weiß ganz genau, wo ich meine Ruhe finde. Und da ist sie. Und dann habe ich die. Ich kann die festhalten. Ich habe diesen Lapp. Wie ein Tuch kann ich das wegnehmen und in der Hand halten. Dann kann ich die Augen wieder aufmachen und bin nicht Teil der Situation. Und ich bin der Beobachter der Situation. Und muss gerade gar nichts. Und mein Ego ist gerade überhaupt gar nicht da. Nicht gefragt. Da kannst du in dem Moment kannst du mit dem Bauchi sagen, was du willst. Das trifft mich nicht die Bohne, weil ich in dem Moment nicht der Bauchi bin. Aber ich höre dir sehr aufmerksam zu. Und sehe, wie du vorm Spiegel stehst und erzählst, wie du den Bauchi wahrnimmst, also dein Bild abgibst. Was mit mir nichts zu tun. Danke, danke für deine Sichtweise. Da brauche ich mich nicht mehr. Früher habe ich mich durch sowas angegriffen gefühlt, weil ich dachte, ich bin der Bauchi. Und ich dachte, das, was der da erzählt, hat mit mir zu tun. Ich habe nicht gesehen, dass es nur eine Sichtweise war, die ich auf mich dann noch zusätzlich auf mich beziehen kann oder nicht, aber mich definitiv nicht mehr damit identifiziere. Ich identifiziere mich ja noch nicht mal mehr wirklich allen Ernstes mit dem, was ich über mich selber, auch mein Bild ist so dynamisch, wie ich das nur halten kann. Deswegen will ich heute mal wie der letzte Penner hier sitzen.
Ich will halt einfach einer von den Obdachlosen sein, die gestorben sind. Oder gerade vor sich hin sterben. Und sagen, hallo, der Bauchi ist da mal im Mai auf diese Bäckerfinker gegangen und hatte eine coole Idee. Können wir uns darüber nochmal unterhalten, bitte? Weil wir verrecken hier. Das ist krass. Das hat 3/4 der Welt mitbekommen und keiner hat wirklich mitbekommen, worum es eigentlich wirklich ging. Haben alle so, oh boah, der Bauchi auf der Bäckerfink und darf man das? Und wie kann das überhaupt zu sowas kommen und bla und ne? Dabei hat RTL gezeigt, was ich dazu gesagt habe. Da kann man nicht RTL den Vorwurf machen. Das waren nicht die Mainstream-Medien, die dann da einfach auf ganz andere Sachen geguckt haben. Vor allen Dingen, ob der Bauchi da gerade darf, was er da gerade macht. Nee, dürfen tue ich sowas ganz sicher nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr die Leute fragt, die ihr für eure Autoritäten haltet, die werden natürlich sagen, nee, natürlich darf der das nicht, weil das hilft euch und nicht uns. Und genau deswegen mache ich so eine Scheiße eben doch. Ah, die Gudrun ist da. Ja, alles klar. Ne? So, und das meine ich auch so mit, ich bin hier auf Festival. Das ist hier TWBO TV. Formlos. Einfach mit den Möglichkeiten, die ich habe im Moment. Wir haben sogar das Logo im Bild eingeblendet. Ich bin schon ein technisches Genie, ne? Bing, ja. Irgendwer schreibt mir hier, ich kann ja mal nochmal ein neues Fatzebook-Fenster aufmachen. Faresbook nenne ich es ja. Die Katharina schreibt, ja, das können wir gerne tun. Willst du jetzt, also im Moment, ich höre schon jetzt in der Sendung. Oder danach. Und dann schreibe ich auch hier. Ja, Mann, hau rein. So, ja, ah, okay, ja, dann können wir das machen. Dann, Vergleich, ne? So, ich mache hier gerade mal hier so ein bisschen. Ah, der Harald hat mich, ja, bestätige ich sofort. Bei dieser Freundschaftsanfrage bin ich mir noch nicht sicher. Besser als vorher, Bro. Ja, so, ne, hier, guck mal hier, gehen wir mal zurück zum Stream. Stream? Wieso ist das? Jetzt sehe ich mich auch wieder.
Ah, der Dirk Lodder schreibt. Lass mal gucken hier. Ja, hier nicht mein Zirkus, nicht mein Affen. Das ist auch, das benutze ich auch sehr häufig. Das hilft auch sehr. Der Dirk schreibt, finde es supi, was du sagst und machst, kann, will, das aber nur von der Ferne immer wieder mal beobachten, gut finden, aber mehr ist halt nicht. Muss man ja auch einfach mal ehrlich sein mit sich, habe einfach genug zu tun, um mein eigenes Feld am Laufen zu halten, wird wahrscheinlich bei vielen anderen auch so sein, kann somit nur die geistige Info ins kollektiv geistige Feld senden, dass ich mich freue, dass es jemanden wie dich gibt. Ja, nur habt ihr nichts davon, wenn ihr nicht mitmacht. Das ist das Ding. So. Ja, aber ne, wie gesagt, nur halt davon nicht. Ansonsten habt ihr halt von dem, was ihr mitmacht. Und das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. So, und wie gesagt, wenn hier der Über, also im Moment ist es halt noch halt eben so, dass die meisten Leute zwar sagen, sie wollen Frieden, aber halt einfach tatsächlich überhaupt noch gar nicht bereit dazu sind, ihre Waffen niederzulegen und friedlich zu werden und das Nötige, um friedlich zu sein, zu tun. Was eigentlich immer nur mit Überwindung zu tun hat und nicht mit irgendwas, wo man übermenschliche Fähigkeiten für bräuchte oder so. Und für mich ist das überhaupt gar kein Problem inzwischen. Ne? Ich sehe durchaus, dass der Krieg, der da stattfindet um uns rum, durchaus gewollt ist. Machen ja genug Leute mit. Und es gibt halt offensichtlich Leute, die mich dafür doof finden, dass ich sage, lasst euch nicht spalten und die sich lieber spalten lassen. Dann akzeptiere ich das als, alles klar, macht ihr, was ihr wollt. Ich habe aufgehört, ich hab, weiß, dass ich das früher andere Töne angeschlagen habe, aber ich habe aufgehört, da die bekehren zu wollen. Das war aber auch nur, das mit dem Bekehren, das war nur, weil ich denen das geglaubt habe, dass die Frieden wollen. Obwohl das nur ihre Münder gesagt haben und ihre Taten eine ganz eindeutig andere Sprache sprechen. Wie gesagt, Frieden kriegen wir nicht, indem Regierungen aufhören, Länder gegeneinander in den Krieg zu schicken. Das hat noch lange nichts mit innerem Frieden zu tun. Da müssen wir halt ganz selber einfach dran arbeiten und das sollten wir tun, egal wo wir sind. Und dann ist halt auch völlig egal, ob man mir dabei zuguckt, wie ich das mache oder nicht, oder irgendjemand anderem. Am besten guckt man, bis man es drauf hat. Und man, also ich gucke selber immer noch zwischendurch gerne anderen zu, die gerade in ihrem Zustand von Samadhi sind, wo ich weiß, ja, ne? Da kann man immer noch dran lernen. Da kann man nie auslernen eigentlich. Da geht es auch nicht darum, irgendwann am Ende zu sein mit der Lernerei. Wenn die Lernerei auf einmal selber so viel Spaß wieder macht, weil man es auch spielerisch und Lernen und Spielen wieder eins ist und Lernen nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, was man vorgesetzt bekommt und irgendwie dann ausdauen, sondern fressen, verdauen und auskacken müsste, dann hat das ja auch wieder einen ganz anderen Hintergrund. Ja. Krieg Besuch. Ich wusste es. Ich wusste, ich hatte gerade schon Autotür schlagen hören. Hallo, du Hübsche. Ich bin gerade mitten in einem Livestream. Nur, dass du Bescheid weißt. Du störst nicht. Nur, dass du Bescheid weißt. Muss nicht. Kannst auch kommen. Kannst dich ja dahin setzen, lieber. Ja, ich habe heute, mir war nach Spielen heute. Ich habe gestern schon, ich habe voll Bock, so mal einen Tag zu zocken. Ich habe schon 2 Wochen oder so nicht mehr Subnautica gezockt. Und dann habe ich mir gedacht, so heute schon am Aufstehen irgendwann, und dann hatte die, das wissen die, die vor 3 Stunden angefangen haben, meinen Film zu gucken, ist wahrscheinlich keiner mehr von da.
Aber wie das Ganze hier eigentlich angefangen hat, die Arezzo hatte mir heute im WhatsApp halt gesagt, so, ja, die Redaktion fragt, was der Bauchi Weihnachten macht. Und dann habe ich halt, hier, ich kann es ja nochmal vorspielen, habe ich der Arezzo zurückgeschrieben, schickt, also per Sprachnachricht. Kann ich jetzt auch nochmal hören hier, also schon das zweite Mal heute. Hallo. Weißt du, was du der Redaktion eigentlich wirklich sagen darfst? Das werden die zwar natürlich dann, das ist jetzt keine Antwort, die ich dir gebe, von der ich davon ausgehe, dass die in der Zeitung landet. Aber du kannst, wenn die Redaktion wirklich interessiert, was ich Weihnachten mache, gerne ausrichten. Ich werde das tun, was ich seit 15 Jahren mache. Ich werde tun, was ich nur kann, um diese Scheiß Medienzensur zu brechen und endlich mal Raum zu schaffen für Lösungsansätze und friedliches Miteinander auf diesem Planeten. Für mich ist die Frage viel interessanter, was machen die Weihnachten? Aber wir werden es ja sehen. Steht ja dann in der Bild, nicht wahr? Ja, und so fing das dann an, dass ich mir dann dachte, so, und dann zu Hause da schon grinsend saß und so, und du fährst jetzt aufs Boot und fängst jetzt an, live zu streamen und das große Murmeln aus 2020 einfach anzufangen umzusetzen. So, da die Idee mit der Nat, dieses Let's Play zu machen, ist ja auch schon ein Ansatz davon gewesen, so, ne? Und jetzt haben wir aber halt eben. Ja, habe ich gar nicht drauf warten wollen und habe das heute einfach mal gemacht und sitze jetzt hier jetzt schon seit 3 Stunden 17, stur wie ein Esel und denke laut. Ja, und habe mein Späßchen. Schön. Jetzt sind es im Moment zwischen 3 und 4 Zuschauer nur noch. Wir waren mal auf 30 oder so sogar. Aber das interessiert eigentlich nicht die Bohne. Ich habe hier meinen Spaß, das interessiert mich. Also da wird dir was vorbeigebracht. Aber wir sollten niemandem da draußen sagen, wer David ist. Ja, aber ja, deswegen habe ich auch heute, ich habe mir, ne, ich hab, boah, ich will so usselig, deswegen habe ich meine Klamotten angezogen, hier diese hier, ne, und hab hier meinen Penner-Look und ich stand noch, die Zähne geputzt und habe, ach Scheiße, jetzt hast du die Zähne schon geputzt, jetzt bist du aber die Zähne zu putzen. Jetzt eigentlich jetzt so richtig mit Pappfresse. Ich wollte heute so richtig der obdachlose Penner sein. Ja, weil ein paar von meinen Brüdern da gerade gestorben sind. Und ich gerade gerne einer von denen sein möchte, der da aufschreit und sagt, hallo, da hat im Mai irgendwann mal der Jesusbruder Bauchi extra die Bäckerfinker besetzt, um eine Möglichkeit, um genau das zu verhindern, vorzustellen und dann wurde er immer nur beschimpft und was für ein Doofmann er ist, weil er auf fremder Leute Grundstücke solche Sachen macht und keine Ahnung. Und jetzt sterben wieder Leute. Und ich will Friedensgespräche. Ich will viel mehr Friedensgespräche. Und wenn die sonst keiner macht, dann habe ich mir gedacht, so, okay, nicht auf die warten, die du selber sein willst. Mach mal einfach. Ich habe Friedensgespräche angefangen. Ja. Ohne Kamera eine neue. Ich habe das mal, das funktioniert so, also mache ich es jetzt im Moment erstmal so. Und ne, solange wie ich da Bock drauf habe und ich keinen Bock drauf habe, dann spiele ich halt wieder Subnautica. So, cool. Ich habe gerade die Ruhe weg. Ich kann das gerade aus einem mit einer Basis machen. Mit einem, so wie ich das jetzt gerade kann, konnte ich das bis jetzt nicht. Und heute Morgen hat das so in den Fingern gekitzelt irgendwie. Und jetzt war ich hier Obdachlosen-TV. Ich liebe es. Ja, der Penner ist wieder da, siehst du? Aber ich kriege Herzchen für solche Einsagen. Das ist schön, das macht schön. Ja. Und jetzt aber, ich überlege aber trotzdem jetzt gerade so langsam hier einfach mal den ersten Stream gerade mal doch dann einfach mal zu beenden. Aber. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
Tschüss mit F, sage ich nur für einen kurzen Moment. Ich freue mich. Ich werde mal gucken, wie viele von euch da jetzt vielleicht, also ich behalte euch im Auge. Ich werde sehen, wer von euch online geht. Macht euch keine Gedanken. Und wenn, dann, wenn ihr möchtet, ne, postet mir ruhig dann auch eure Streams auf meine Wall. Dafür ist sie da. Dafür darf die gerade gerne genutzt werden. Ne, dann bekommen wir vielleicht so ein bisschen Reichweite da rein. Dann helfen wir uns gegenseitig. Und mich interessiert das. Mir ist scheißegal, worüber ihr redet. Solange es Friedensgespräche sind, höre ich mich an. Ich hab's vergessen? Nee, ist mir egal. Ich drücke jetzt hier auf Video beenden und freue mich, wenn der ein oder andere heute ein bisschen Spaß hat.